Glaube. Da klatscht es das erste Mal. Voll an den Oberschenkel. LOL. Das ist ja 4 Haben mit 350 abgeprallt. LOL. Dieser Moment, wenn man immer den Seitschritt im Sommer macht als Mann. Und schießt mit AP. LOL. Das war der erste. War der erste Streich und der zweite folgt zu. Gleich. So, nein. Sind sie alle drei hier mal, jeder einmal bei der eine abgeprallt, noch einmal. Alter. Oh, der, also ich glaube, der Chris K. hat nicht mehr lange, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Au. Also der Sedi klatscht dem der Anja ordentlich gerade. Ja. Der Turm kaputt. Nicht ganz. The turrets are drowned, we have to hand crank the turret. Am besten finde ich immer, wenn er sagt, the turret controls are busted. Busted. Wasted. Busted. Komm an, jetzt hier ein bisschen tiefer. Das war zu tief, das war doch Dreck. Racket. Los, Sedi ist im Moment weg. Yes. Ne, Sedi ist raus. Ah, er hat Sedi rausgeholt. War der Chris K. darüber informiert, dass er HE mitnehmen darf? Weil der hat nur AP geladen. Also. Das hieß. Haben wir aber eben alles erzählt. Okay. Ja, das scheint mir nämlich nicht so. Deswegen ist er umsonst. Ja? Vielleicht kommt er auch gleich rein und sagt: Scheiße, ich hab vergessen, HE mit einzupacken. Kann ja auch passieren. Ja. Ich sag mal so: mit hier als Heavy an der Seite kann er kommen. Ist ja der Hammer. Ich glaube, das wird die erste heftige Niederlage für den Elvenbot. Robins auch. Und jetzt wird er geteabagged. User joined your channel. Bin wieder da. Ah, wie bin ich hin? Ihr habt gerade verloren, Harry. Hä? Weil du nicht, nicht angetreten seid, habt ihr gerade verloren. Ich kann hier 6 Stunden lang online bleiben, wenn ich noch was zu tun hab. Ja, alles nein, gut. Ist okay. Das ist meine Ausrede. Tudu! Tudu! Trotzdem verloren. Gay, gay. Anja, guck mal, was wir gefunden haben. Ein Harry. Ach was. Harry. Und so. Dann mach das, den Harry. Ich bin gleich noch da. Ich mach dem den Harry. Was? Und dann geh wieder. Nein, wie macht man den Harry? Mach mir den Harry. Das ist ein lustiger Tanz. So. Ja. Und dann würde ich jetzt Team 6 gegen Team 4, ne? Hier gut. Ist 1, 2, 3, die Unfähigen gegen die Schlappe. Und Jux, wir sind nicht mehr letzter. Ja. Das ist echt scheiße. Ah, der Löwenbot, der hat gerade voll aufs Fressbrett bekommen. Ja, Löwenbot ist halt ihr Amateur, ne? Aber du machst gerade 1000 Schaden, dass man das Turnier gewinnt. Bitte? Ja, wir sollen mal laufen. Kommen nach Hause. Was? Was war gerade die Frage wegen Turniergewinn? Was passiert, wenn man das Turnier gewonnen hat? Jeder Spieler aus dem Siegerteam bekommt 7 Tage Premium, vom zweiten Platz jeder des Teams 3, vom dritten User jeder 1. Ja, und dann gibt es noch eine 2 Kleinigkeiten extra, das wird aber noch nicht verraten, erst zum Schluss. Ach, Harry, jetzt mittlerweile da? Ja, immer noch. Ein gratis Blower. Gratis Blower, genau. Wird dann petoniert. Ja. Von jedem Turnierteilnehmer wohlgemerkt. Wer ist denn jetzt dran? 4 wollte gerade sagen. Jetzt. Die gerade verschoben haben. Waren. Dann würfeln wir. Also, wir klopfen, wir pusten, wir würfeln, wir wundern uns und haben Minen. Und wir haben. Irgendwie fehlt noch einer, ne? Nö. Ja, doch, beim Löwenbot. Doch, Harry! Achso. Bei den Unfähigen, da fehlt aber noch schon wieder einer. Tja, die machen sich ihrem Namen alle Ehre. Harry Hirsch. Harry? Der ist schon weg. Warte. Ist er jetzt kaputt? Ja, der ist geplatzt. Nicht ein Klang gehört, nee. Wo ist er denn? Der ist noch am Würfeln. Wo ist er denn? Der würfelt gerade seine Karte aus. Selbst? Der hat das nur noch nicht gemerkt, dass die anderen so. Das eigentlich machen. Achso.
Das wird ja nicht so streng sein. Genommen, ne? Ja, der hat getrennt, okay. Also Palmer wird den jetzt auch noch Ersatz. Ah, toll. Wer möchte, wir brauchen einen neuen Timmy? Ich kann auch noch ein drittes fahren. Gut. Wer ist denn ich? Basti. Ich ist der Basti. Hopp, husch. Ja. Ins Körbchen. Und beim nächsten Mal. Ja, das muss nach Teamnamen gehen. Das du wärst jetzt dran. Wie, das die Unfähigen zu mir, plus Basti. Die Unfähigen. Hä? Anja, das passt doch zu mir oder etwa nicht? Das hast du jetzt gesagt. Ja, ja. Mit Fug und Recht, oder? Ich weiß nicht. Oh, Walter Inke, und was haben wir hier? Mit Fug. Das sind doch keine Fliesen. Im Herzberg, Köpfenschrei und Sie. User joined your channel. Oh, da ist Harry wieder. Ja. Harry, fährst du noch mit oder what's the plan? Also das war ein Ja. Also muss der Basti wieder zurückrudern. Dann darfst du nicht runter zu deinen Unfähigen gehen und denen das mal kurz erläutern. Ich hab grad Sandro Essen geholt, meinst du mich? User left your channel. Nee. Harry. Gut. Harry! Ja, der ist wieder da. Ach was. Also technisch gesehen nicht, weil er ist weg. Hi Basti. Da ist noch einen Punkt abziehen. Ja, auf jeden Fall. Einen? Zwei. Richtig. Die haben eh genug. Aber die machen ihrem Namen alle Ehre, von daher. Ja, ja. Wenn der Name Programm ist. Unfähig. Hm. Ich muss aber echt sagen, wieder sehr, sehr schöne Teamnamen habt ihr da. Wir haben uns so irgendwie ein bisschen Mühe gegeben, oder? Ja, ich glaub schon. Ich bin gleich zurück. Echt jetzt, oder? Wieder so wie Harry? Nein, okay. 5 Minuten oder so. Dauert doch eh noch, bis wir da dran sind, oder? Lass dich überraschen. Harry? Ja. Übungsraumeinladung hast du bekommen? Ja, ich transpiriere. Ach so, super, okay. Gut, dann packe ich dich gleich dann rüber dann auch, ne? Ja. Also, toi, bis gleich. Jo. Diesel reingemischt und Benzin. Nein. Wieso? Ich habe das nur aufkochen lassen, auf eine Zeitung gesprüht und jetzt will ich gucken, ob die Rauchbombe funktioniert. Also, Chris, das machst du verkehrt. Nimm einen Tennisball, wickel den in Alufolie ein und zünde die Alufolie vorne an und dann hast du eine Rauchbombe. Das ist kein Witz, funktioniert wirklich. Geht auch mit schönem Dreieck. Oder so. Nein, nein, ich habe mir extra einen. Können wir vielleicht mal, danke. Danke. Bitte. Man kann danke. Der Fisch muss mal. Zuschauer. Ja. Oh, wir haben schon 20 Minuten Verspätung jetzt. Das ist geil. Du hast doch schon wieder ein T34, Basti. Ja, ich habe auch auf Zuschauer gedrückt. Hab nur noch auf Zuschauer gedrückt. Jetzt noch. Nicht wieder drücken, Basti. So, dann muss der Harry noch seinen Panzer wählen und dann geht's auch schon los. Ihr wisst genau, in welcher Gruppe ich gerade drin war. Und wenn jetzt auch noch der Stern einen auswählt, dann. Dann wird es sogar fast ein Gefecht. Achso, übrigens, ich habe gerade das beste Video überhaupt gepostet. Und Mike, sehr gut für dich. Video, was ich gerade unten gepostet habe, guckst du bis zum Ende an? Ja. Und dann passt's. Ich bin das kurz. Nimm Schlüssel mit, Mike. Ja. Das ist voll das Mörder. Und Mike, auch den Schlüssel vom Kühlschrank. Aha, so. Und los geht's. Was? Da unten ist doch bei der. Ja. Gar nichts ist da, hat keiner gesehen. Was? What the Nix. Fuck are you doing? Oh. Gunni, du bist doch hier auf der Arbeit. Ich bin nicht auf Arbeit.
glaub mir, auf der Arbeit, da würdest du mich nicht verstehen. Glaub mir, bei der Arbeit würdest du mich auch nicht verstehen. Beide im Keller eingeschlossen. Oh, ich glaube es nicht, wir haben angefangen. Fuck, beide Masken. Wenn ich dir dann was von Farbrackwannen erzähle und Farbschiebern und Postmotoren und sowas. Ah. Bullshit da. Ach, deswegen ist mein Mülleimer so klein. Zu viel drin. Nein. Der ist an der einen Ecke eingeknickt. Ach so. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum der so niedrig ist. Was stellst du mit deinem Mülleimer an? Manchmal mich draufsetzen. Oh. Alles klar. Keine weiteren Informationen, euer Herr. Wie die goldene Kloschüssel, ne? Die Anja weiß sogar, warum ich mich da drauf setze. Zu viel Information. Wegen Hämorrhoiden oder was? Gut, ich sag's mal andersrum. Ich mache das eher unfreiwillig. Posaune benutzen, oder? Ah, ja, gut, Wetsch. Nee. Jetzt habe ich auch verstanden, Chris. Das verstehen sehr wenige Menschen, aber das ist auch gut so. Ja, aber ich hab's jetzt verstanden. Ja, das ist, sag ich ja, es verstehen wenige Menschen, aber die es verstehen, das sind die richtigen. Ja, da ballert eigentlich keiner darüber. Da ist voll hässlich. So, I fucking walk around and rip your fucking knights down in the middle of the sea. Das war zu schnell. Guck dir das Video an, dann verstehst du es. Blau. Blau, blau sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün sind alle meine Hosen. Ja, grün und blau schmückt die Sau. Wie war das gestern? Was heißt auf Englisch Kohlmeise? Great Tit. Das ist immer noch nicht lustig. Aber selber im Lachen, ne? Nicht wegen dir. Ja, ja. Ja, ja. Was? Spielerbruch? Spielerbruch, genau. Der Hammer hat gefailt. Blutlicht ausfallen. 11 Meter. Halt, stopp, jetzt rede ich. Oh nein, ein Flitzer. Und jetzt. Ja, der ist ja ein Flitzer. Macht's gleich. Bibi. Aufgeklärt. Der Voll macht es gleich Bibi und puff. Bibi Peng, meinst du? Ja. Ob er denkt, dass er da hochfahren kann. Jo, Harry, jo. Fährt langsam. Harry, das schaffst du. Den Baum das um. Schaffst du. Go, go, Harry Rangers. Harry, der Experte. Pass auf, der kippt gleich noch um. Oh Gott. Dann hängt er da auf der Seite. Der Panzer muss schlafen. Mach die auf und keiner schießt, von denen das versteht. Nee, die können nicht schießen auf den KV-1, weil der hinterm Stein ist, mein Hase. Das geht nicht. Nein, das ist kein Hase. Die Su ist noch nicht offen, oder? Ah, der Churchill ist jetzt offen. Nein, die ist nicht offen. Oh, Schischelino, das ist nicht gut. Das macht auch Puff. Der sieht ihn nicht. Ja. Ein kleines Ping oder ein großes Ping? Hey, da sieht nicht ein kleines Ping. Ich sehe, der kennt sich ja aus. Hat er alle drei aufgemacht. Fragt ihr euch gerade auch was, der... Nö, der Harry hat den Churchill nicht gesehen. Doch, hat er. Der Churchill sieht den Harry nicht. Der Churchill sieht den Harry nicht und die Sue ist immer noch zu. Die Sue ist zu. Ja, aber der Harry kommt auch nicht an den Churchill ran. Das ist richtig. Der will ja auch nur spotten. Ja. Ich meine, er ist ja nicht für den Damage-Stealen da, der ist ja... Er ist ja für das... Die haben auch nach 1-2 Minuten, aus. Also... Ja, das lange genug für den Unentschieden, ja. Auch nicht vorfahren, weil wenn jetzt einer... fährt jetzt runter und holt den ELC... Ja, der hat ihn jetzt dann wird gesehen. Von hinten vom KV geschossen. Vom... Jeder, was er macht. Na, 20, der 220 fährt runter, der UI bleibt oben. Eine kleine Strategie, was die erfahren. Beide. Nein, mit dem Churchill hier, die Feier. Ich glaube, der sucht jetzt den SU, kann das sein? Ja. Wollen einfach nur ein Unentschieden fahren. Langweilig. Das haben sie aber auch alles bloß von der Ruhepost, ne? Eben. So macht man den schönen dritten Platz. Achso, wer ist aktuell Zweiter?
Oh, es gab einen Treffer. Schnippelt. Oh, Bruce. Ja. An die Zweitplatzierten aktuell möchte ich nur ausrichten. Kampf ist angesagt. Noch ein Treffer. Es gab einen Treffer. Nee, für die aktuell Zweitplatzierten möchte ich nur sagen, denkt dran, der Zweite ist immer der erste Verlierer. Der dritte Gewinner. So sieht's aus. Aber wir sind der dritte Gewinner. Besser als erster Verlierer. Und zwar kein Beifall. Oh, KV1 ist wieder auf der Andi. Ist auf. Und der weiß nicht von wo. Jetzt macht's gleich. Bip, bip. You cannot die. Hä? Irgendwie spackt mein WOT gerade rum. Löwenbot. Hat schön auf die Schnauze gekriegt. Der AMX schießt von der Seite. Was macht der Harry da? Er steht mitten auf dem Feld. Ja, nee, aber der hätte gerade den ersten Schuss schon beim Warum schießt er nicht weiter auf die KV1? Dein Ernst? Pazifist. Ich Mist. Unglaublich. Das Spiel war ja fast. Guck sich das einer an. Das also kann man nochmal anfangen. Das reicht für noch eine. Für beide minus 3. Was war denn das? Das war ja stinkend langweilig. Ja, was soll ich denn machen? Ich fahr doch nicht in eine frontale. Fahr doch nicht in die Camping-Taktik rein, das kannst du vergessen. Oh. Aber mal was Neues. Das gibt aber minus einen Punkt, ne? Eben. Für beide. Aber wir sind noch am diskutieren, ob es nicht besser minus 2 gibt, weil ja einfach so, ne? Aus Prinzip halt. Ja. Ja. Kein Camping. Ich bin mal fix duschen. Das guck mal, warte, stopp. Was? Du willst duschen gucken? Ja, wenn alles klappt, kann schnell duschen gehen. Jetzt müsste mal eine Frage an die Schlappe. Schafft ihr das gleich noch ein Spiel zu machen? Nein. An wen? Die an Schlappe. An das Team der Schlappen. Die sind aber setzen alle noch unten in ihrem Channel. Ja, machen sie. Machen sie. Sehr wunderbar. Schön. Dazu bräuchten wir bitte die starken Jungs. Oh. Ja! Was zum Henker? Was war denn das, bitteschön? Das waren die brüllenden Jungs. Er hat endlich den Nibbel durch die Lasche gekriegt. Der Nippel durch die Lasche ziehen. Hallo? So, einmal klopfen. Warte mal. Ah, Bubblenet, die fahren zu zweit, das muss reichen. Kommst du runter, Boris? Ja. So. Ich warte schon auf dich. Alter, im Mäppchen hätte ich schon. Alter! Unter Boris geht. Sag mal, habt ihr euch alle irgendwas unter das Essen gemischt oder was ist bei euch los jetzt? Lieber das, haben sie die falschen Pilze gegessen? Ja, haben sie auch noch. So, welche Map... Leckwill. Diese falschen Pilze sind geil. Na, essen kannst du jeden Pilz. Manchmal auch plus immer. Ja. Soll ich mal assi sein und mal auf eine Minute runterstellen? Ja, mach für die mal. Für die Taktik, die eben gespielt haben, waren 6 Minuten eindeutig zu kurz. Ja. Weil ansonsten hätte ich sie hinten vielleicht mit dem Eck rausgeknispert. Deswegen haben wir eigentlich auch eine kleine Zeitspanne gemacht, damit sowas nicht passiert. Nicht unbedingt so eine Camper-Taktiken gefahren werden. Aber wie gesagt, ich habe also eigentlich 30 Sekunden machen müssen, er macht voll übers Feld rüber. Eingesehen, da in die Camper-Taktik reinzufahren. Ja. War auch okay. So kein Thema. Das Einzige, ist, dass die bis jetzt noch nicht gecampt haben, waren die Hasen. Wir auch nicht, so richtig. Alles Feiglinge. Blitz. Alles Feiglinge hier. Der kleine Feig. Mike, was hast du schon wieder für Schmerzen? Der probiert das jetzt auch mit dem. Der probiert das halt auch mit dem Nippel durch die Lasche ziehen, ich weiß. Nee, funktioniert wir so. Wir müssen nicht. Nur den Nippel gestehen. Lasche ziehen. Wenn es nicht läuft, musst du mal eine andere Tasche probieren. Da scheiße vor deinem Feind. Da drücken sie dann drauf und schon geht der Panzer auf. Blub. Deutschland. Ja, was? Yay! Pedro, wie kriegst du innerhalb von 5 Minuten 4 Mann Panzerbesatzung aus dem Panzer?
Die müssen Mensch, nur den Lippel durch die Lasche ziehen. Nein. Fluge auf, heiß Wasser drauf. In 5 Minuten sind sie raus. Nein. Ist der Scheiße. Ah, ist der Scheiße rum. Tja, die 5 Minuten Theorie, ne? Ja. Oh Mann. Dann fällt immer was zu futtern. Hammer's jetzt! Was? Panzer vor! Panzer vor, richtig. Sattel die Besen, wir fliegen nach Texas. Sattel die Besen, wir fliegen nach Texas, genau. Sind wir jetzt Hexen oder was? Das du, war Bibi vielleicht Blocksberg. Maho-san. Maggie, fix Kartoffelbrei für die junge Hexe. Oh, ist der schlecht. Immer so flach, dass er schon wieder witzig ist. Ja. Jetzt komm ich. Oh. Wisst ihr, warum, wisst ihr, dass wir weibliche Hormone haben? Ja. Ja. Trinkst zu viel, wirst du doof. Ja, und kannst genau nicht mehr Auto Scheiße, fahren. Ja. Ja, aber ist nur Scheiße und kannst kein Auto mehr fahren. So ist es. Ja. Ich war gestern Abend so besoffen, ich wollte nicht mehr mit dem Auto nach Hause fahren. Hab da stattdessen den Bus genommen. Ja. Auf Weg nach Hause war eine Polizeikontrolle. Die haben alle Autos angehalten, den Bus haben sie durchgewunken. Nun meine Frage, wie kriege ich den Bus hinter meinem Haus weg? Richtig. Oder wie war das? Warum fahren sie in Schlangenlinien? Ich habe getrunken. Ja, aber ja, ich habe meine Frau fahren lassen, das ist keine Entschuldigung. Ich bin am Montagmorgen in den falschen Bus eingestiegen. Zack, war ich auf Klassenfahrt nach Istanbul. Trabzonspor, nein. Oder? Er greift an. Er greift an. Wer? Detlef, er bewegt sich. Was? Oh mein Gott. Was? Detlef fährt? Was? Detlef kann fahren? Ja. Wie? Was denn? Manchmal kann der auch fahren mit seinem Koffer 1. Panzer vor. Panzerruhe? Nein, kein Ohr. Totsugeki! Ich glaube, der will den einfach nur ziehen für die Su. Das steht in dem tollen Untertitel drin. Ich weiß leider nicht, was die im Original Japanischen sagen. Hä? Bei was? Hier, Panzerrohr. Die Szene. Fuck. Fand es viel besser, wo sie den Tiger P an den Seilen im Bärschuch ziehen. Die sagt er, glaube ich, wirklich Panzer vor. Ja. Ja, die sagt Panzer vor und die andere versteht das ja auch. Die erklärt genau, das die erklärt es, das heißt Senshado Senshi. Und da im Untertitel sagt sie dann halt so, fragt sie halt nachher. Das war die Panzer Kette. Vor, schon wieder vorne. Und. Jetzt raucht's im Karton, richtig. Die ist ja auch schon fertig. Och, Detlef. Das Schiff nicht zu treffen war jetzt schwieriger als das war knapp. Das war der Richtschütze. Ich hab was Frauenfeindliches gefunden. Völlig überraschend. Mathilda, kommst du weiter? Ich hätte gerne einmal Ciancali. Der Apotheker, das ist nicht frei verkäuflich. Packt der Mann sein Portemonnaie aus und legt ein Bild von seiner Frau auf den Tisch und sagt, ach, sie haben Rezept. Der ist gut, aber assi. Und gleich macht die Mathilda blub blub blub. Schade. Push. Töte ihn. Totsugeki. Oh nein, das ist Olli. Nein, töte ihn nicht. Totsugeki. Nein, Olli, du musst leben. Sehr schön. Totsugeki. Mathilda ist gebounced. Bumm. Mal wieder gebounced. Wieder gebounced. Du musst ihm oben in den Turm schießen. Wieder gebounced. Er kann doch nicht schießen. Yes. Schieß, Olli, schieß. Wenigstens wieder gebounced. Churchill 1 getrackt, da kann ich weg. Der sammelt hier weit 8,7. Oh. Super. Unglaublich. Ein einziger Schuss hätte es sein können. Ein einziger Schuss. Oh oh. Das geht doch gar nicht. Wie kann man beim den Arsch verfehlen? Uni Expert bouncen? Auf den Turm. Jetzt wird's so Turm, hässlicher Winkel. Genau. Den Turm immer in die entgegengesetzte Richtung von der Wanne drehen. Beste Idee.
Ja, genau. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Ja. Ich frage jetzt bei einem KV, Panzer... das Ding jetzt gewinnen. Nee, HP Test. Normalerweise schon. Wenn er gut ist. Oh, Andi. Und nicht in die Erde schießen. Oh. Melde gehorsamst, Erde ist tot. Der Treffen, habe Freunde. Oh, nee. Er kriegt sich gebacken mit seiner Materie. Jetzt wird's besser. Naja. Aber seitlich zu. Uiuiuiui. Das ist jetzt ein One-Shot für den KV-1. Tschüss. Ja. Der muss auch einfach durchkommen. Ja, tut er aber. Das war aber auch kurz vor knackig hier mit dem Andi. Der Warthing. Wenn die Matilda eben nach dem ersten Schuss direkt rausfährt und ihm einfach direkt gibt, dann verliert er das. Ja, die Matilda kann sich ja eigentlich direkt neben den stellen und dann die ganze Zeit reinplatschen, sag ich mal. Ja, geht klar. Was von uns beiden hast du Rechte? Ach du Elend. Ja. Verloren. Nein. Quack. Dafür kann sie die zwei Kills bei den. Beim Boris, ne? Beim Boris drauf machen. Ja. Also, Olli, sein Plan war, das schwächste Glied euch rauszunehmen und den Deadlift. Und das hat er ja geschafft, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, hat er gesagt. So, bei euch waren die Kills wie, Andi, du? Er hat Lead gesagt. Eine? Zwei, weiß nicht. Und Andi zwei und ich habe das schwächste Glied rausgenommen bei denen. Also er hat schon wieder Glied gesagt. Er hat ja auch eins erdacht gerade. Das heißt das kleinste Glied. Wir wollen jetzt Team 3 und Team 7, das heißt die Rohrpost und die Schnüffelstücke. Sind die alle da? Ja. Kamerad Sven? Die haben auch nicht gemacht. Channel switched. User joined your channel. So, der Kamerad Sven hat gefühlt alle Fünfer, die man nutzen kann oder sinnvoll sind in der Garage. Hat der so viel gekriegt? Definitiv nicht. Ich wollte jetzt mal ein bisschen moralisch aufwertend das Ganze gestalten und du machst es kaputt. tut mir leid. Was hättet ihr denn gerne? Was bietest du? Soll ich den Toaster anbieten? Toaster? Ja. Roventa oder was? Achso, vergiss es. Der fahrende Toaster. Vergiss es. Dann könnte ich euch den VK301H anbieten. Ja, okay. Der UI-Expert. Warte mal. Also interessant sind der VKH und der UI. Oh, Paris. Ist egal, sucht euch was aus. Also ich pack wieder meinen. Warte mal, erstmal gucken, wo. Wer, Ron Basti Ritchie. Was? Die große habe ich auf dem UE drauf. Die. Wie lange lädt die noch? 8 Sekunden oder? 10 Sekunden. 10 und macht 400 Schaden, oder? Nein, 300. Reload? Ich bin mir auch unschlüssig. Ich mache das jetzt abhängig davon. Gut, die haben KV1 schon mal. Ron wird wahrscheinlich auch wieder KV1 fahren. Basti. Ist schwer zu sagen. Ja, T34. KV1, T34 und. Type T34. Okay. Pack dein VKH ein. Wo sind jetzt mal T34 hin? Nein? 35? 45? Sag mal, willst du mich jetzt hier flachsen oder was? Ach, der ist hier vorne in meiner wichtigen Liste mit dabei. So. Alle bereit? Sehr schön. Dann hoffentlich gewinne ich jetzt heute mal ein Spiel. Ja, es ist halt immer schwierig.
Das, was halt der Sinn der Sache ist, dass das Teamplay von dem, beim Turnier, der Sinn der Sache ist halt, dass das Teamplay gefördert wird, dass man halt wirklich die Möglichkeit nutzt, mit Leuten aus dem Clan, mit denen man halt wenig zu tun hat oder halt auch Freunden, die man so gar nicht kennt, also andere Spieler, mal kennenlernt. Und das ist halt so, es geht um Spaß. Ne? Ich meine, Siegen ist immer geil, das steht außer Frage. Naja. Wo soll ich hinfahren? Wir fahren die Midlane lang, sprich alle hier oben rum. Wir bleiben aber vorne erstmal stehen. Ich kenne diese Karte nicht. Wie viele Gefechte hast du schon? Weiß ich nicht, ich glaube 1000. Oh! Daher weht der Wind, okay. Ja. Die Map ist vorsichtig ausgedrückt schwierig manchmal. Aber ich glaube, du kriegst sie auch erst ab einem, ab 6er Gefechten oder so. Ach, guck mal da. Ja gut, aber die habe ich ja schon länger. Also ich war noch nicht offen. KV1 können wir beschießen. Ich war auch noch nicht offen. Tracked. Durch. Ja, am Arsch. Boah, ich treffe die Hauswand. Alter. Er ist durchgekommen. Yep. Ah, falsche Richtung gelenkt, sorry. Kein Ding. Was ich jetzt mal machen werde, ist wahrscheinlich mal über die Heavy Line zu fahren. Sven, kommst du hier oben kurzzeitig alleine klar, weil dann fahre ich mit Mike mit. Hier bleiben oder was einfach? Ja, einfach hier bleiben. Wenn da was auf dich zukommt und da kommt mehr als einer, lässt du dich zurückfallen. Ja. Runter die Straße lang. Da kommt. Was? Ich bin nicht offen gewesen. Ich auch nicht. Dann zurück und mitwirken. Ja, ich mach das von der Straße hier. Jo. Jetzt bin ich offen. Kannst du auf den... Na. Oh, ich schieß auch noch neben. Typ T34 wird von der anderen Seite kommen. So wie ich es gesagt habe. Bin raus. Shit. Fahr drauf. Fahr vor. Halt auch weg. Oder nee, stopp. Lass dich zurückfallen. Fahr zurück, fahr zurück. Super. Turm drehen, Turm nach hinten drehen. Warte, warte, warte. Nicht warten. Okay. Deswegen nämlich. Ich wusste nicht, dass der Runde jetzt von hinten kommt. Na egal. Trotzdem war okay. Wir haben den böse zugesetzt. Ah ja. Aber leider nicht gewonnen. Es tut mir leid. Egal, wir bleiben sowieso auf dem dritten. Wie viele Punkte habt ihr? Ich hab... Weiß ich nicht. Ja, 4 glaube ich. Irgend sowas. Weil wir aber auch immer bloß unentschieden haben. Nee, wir haben einmal gewonnen. Auf Leckville haben wir einmal gewonnen. Mit Cappen. Ja. Und das war ein Unterschied von 2 Sekunden oder so. Ja, das war mehr als knapp. Der Mike hat schon gezweifelt. Ich move euch eh mal da hoch, dann müsst ihr nicht raustippen, tappen, ne? User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Was denn? Ja. Mir ist bewusst, dass man Panzer auch nach Stufe sortieren kann. Hä? Du brauchst nicht deine ganzen 500 Panzer in der Garage durchrollen, du hast an der Seite den Schild. Ich wollte mal zeigen, was ich alles Tolles in der Garage habe. Das war mein digitaler Penis. Ach so.
Nein. Sag ich jetzt dazu nichts. Goni, das sag ich mal gar nichts dazu. Nein, Spaß. Wo ist die digitale Erdbeere? Nee, es war tatsächlich vollkommen unbeabsichtigt, meine komplette Garage zu zeigen, aber ich meine, ich habe da nichts zu verbergen. Moin Silas. Der KV1-Fahrer, wer war das gerade eben? Ich. So, die Kills bitte? Weil der KV1-Fahrer, der wurde glaube ich nicht glücklich mit mir. Dem habe ich nämlich 510 Schaden insgesamt gemacht. Schwer so, jetzt nochmal langsam. Und zum ich habe 14 HP überlebt. Dann habe ich dich also doch noch einmal blind getroffen, oder wie? Also der Richard hat ein oder zwei. Gar krass. Keinen. Nein. Gar keinen. Oh. Der Ron hatte zwei. Ja. Und der Captain hatte Fischer zwei. Einen. War aber schön gespielt. War okay. Da hat Spaß gemacht. Habe ich was verpasst? Nein, alles gut. Wurde ich vorhin tatsächlich schon mal angeschrieben von einem vom letzten Turnier und hat schon gefragt. Du wirst lachen, wir haben bis jetzt noch kein eines angekratztes Munitionslager. Also ich warte echt noch darauf, bis einer gesilast wird. Ich hatte per Turnier. Einen Kui vorhin. Per ich bestehe darauf, dass es per Turnier genannt. Es heißt auch per Turnier. Ich mag nichts, was mit mir heißt. Chris, noch auf Zuschauer dann drücken. Achso, ja, Entschuldigung. Ihr seid soweit fertig? War Team Sieg für Team 7, ja? Ja. Gut. So spielen wir jetzt. Also, Team 4 gegen Team 8, bitte. Oh, da bin ich ja gerade nochmal fertig. Ganz kurz, bevor ihr alle ausfliegt, wie viele Gefechte haben wir noch in der Gruppenphase? Wir haben, Moment, lass mich schnell zählen. Nein, warte mal. 9 meine ich. Fällt mir vor lauter Schreck der Block runter. Ja, arme Block. 8. Du hast ihn fallen gelassen. Wir haben noch zwei, das weiß ich. Genau. Genau, und dann haben wir es ja fast hinter uns. Dann ist ja Halbfinale und Finale. Und dann ist ja alles zu tief. Ja. Was mit dem Finale? Ach, der fällt aus wegen Bodennebel. Ach so, okay. So gut. Ich muss jetzt würfeln. Neck mich nicht ab. So, na. Husten. Nochmal klopfen, keine zwei, verdammte ach nee, das ist ja noch schlimmer als zwei. Fünf. Eine drei, feuriger Bogen. Oh, die Kempinovka. Da hätte ich mich jetzt mit meinem Panzer richtig gefreut drüber. Der hat dich geklappt. Ja. User left weil gerade einer gefragt hat, weil wer hat das gesagt, da habe ich drauf geantwortet. Ah ja, passt schon. Ins Puppe-Artefakt, das muss noch darüber. Tap, was? Und jetzt mache ich auch nochmal. Obwohl, ach nee, Quatsch, der Beschwerende, der ist ja schon wieder weg. Nee, ich bin noch da. Kopftisch, mehr sage ich dazu nicht. What the fuck, Sadie, was ist das für ein Panzer, in dem die Katze da sitzt? Ein französischer, ist aus Pappe. Das ist kein KV-2, die Kanone ist zu lang. Ja, wobei, stimmt, das könnte die so, und los geht's. Achso, los. Peter? Chris? Hast du eigentlich mal mein Profilfoto in WhatsApp gesehen? Ich hab's kurz registriert, aber was ist das? Mach's mal größer. Dein Penis? Was ist er denn überhaupt? Mach's mal größer. Achso, ja. Das ist ein Amazon-Paket, wo ein Typ sich einfach links und rechts zwei Löcher für Arm und Beine reingemacht hat und dann Spinne spielt. Oh mein Gott. Hab ich auf 9gag gefunden, ich fand's so lustig. Wo jemand Spinne spielt, oder du? Jemand, also ich nicht, tatsächlich. Oh. Oder Halloween, je nachdem. Das ist ein interessantes Setup vom Elvenbot, von Elvenbots Team.
Was? Ja gut, das ist normal. Und keiner mehr da. Also der ILC sollte auch schon aufpassen in dem sechsten Gewässer, dass der da nicht ertrinkt, ne? Ich lach, wenn er abzuhelfen. Dann ist er weg. Was? Ja. Das ist eine Lagune für Fische. Wieso das? Wieso der Wasser? Geile Nummer. Oh, der hat auch so gut gepasst, ey. So schlecht. Du brauchst 7 Rückwärtsgänge, oder? 17! Weil ein Franzose hat ja immer mehr Rückwärtsgänge als Vorwärtsgänge. Ich hab doch vorhin gesehen, wie das mit dem Unentschieden funktioniert. Auf der ist nicht schnell, aber schnell müd. Fahrt auf keinen Fall auf den Berg. Und der T1 kriegt auch schon mächtig auf die Fresse. Sieht doch cool aus. Und anstatt, dass sie ihn einfach ketten... Die sind alle kaputt. Das kann natürlich, ist natürlich auch eine Option. Oh. Doch jetzt aber. Jetzt kriegen sie Besuch von ihr. Und sie bleibt da stehen wahrscheinlich und. Nee, die ist nicht auf. Die ist nicht auf. Nice, so. Ja. Nee, der Panzer 25T ist offen. Jetzt sind sie alle drei offen, ja? Und was macht er? Was macht er? Oh, gleich ganz noch umgedreht. Das muss man ja. Einen Grummel schicken. Und das, was Anja jetzt macht, das muss man nicht verstehen. Buttet, ELC Amix. Mit dem T71 geht das auch ganz einfach. Das oh, nice. Das ist mies jetzt. The main gun is damaged. Oh, von wem? Von Anja. Oh. Aber repariert jetzt. Also es ist halt jetzt scheiße, sie 1 gegen 3 in dem Gerät, mit dem Panzer, mit der Kanone, keine Chance. Runter, rein in die Ecke und hoffen. Pferd. User joined your channel. Schade, dass sie den T1-Heavy so früh verloren haben. User joined your channel. Bibi. Bibi. Mahlzeit. Oh Gott. Punchbook. Steffen, so, wir müssen es aber gleich nochmal versuchen gegen die starken Jungs. Oh. Aber ich muss kacken. Ja. Ich hab da mal was. Sonst gar nichts aus. Wartet eben. Ich sag nur Schüsse. Ja. Bam, Schüsse. Stefan hat ziemlich Bitte, wer hat bei euch die Kills gemacht? Silas 2 und Ama 1. Zwei? Mir haben sie keinen gelassen. Das ist doch kein Argument. Anja, jetzt sieht das doch ein Match das vor. Boris. Ja. Hoffen wir, dass es beim Flutsch ist. Und da. Ach, ich muss ja runter. Da kann ich ja lange noch erzählen, wenn mein Mikro wieder oben ist. Leck mich doch am Arsch. Ich finde das gar nicht. Okay, ich hab was. Die 1, Himmelstor. Der Gummi. Ach so. Warum bekommt ihr immer die geilen Karten? Ja, bitte. Sag mal, warum hat dein Papierkorb jetzt einen Knick und du beim Kacken gerade so lachen musst? Nein, das hat einen anderen Grund. Warum der geknickt ist. So, ich hol mal jetzt einen Kaffee. Mein Mülleimer ist chronisch depressiv, deswegen ist er geknickt. Wenn ich regelmäßig beschissen werde. Könnte auch dran liegen, dass der Chris am Freitag wieder kommt. Kamerad Sven. Wo ist er denn da? Gar nicht anwesend. Ja. Ich hab gedacht, ich krieg dich raus. Also, du kriegst mich raus, aber... Anja ist gar nicht mehr hier oben im Channel. Bist du wieder unten beim Kampfgeschwader? Ja, na klar. Stefan hat ziemlich geil gerollt. Und die starken Jungs spielen jetzt.
stimmen die Teams einigermaßen. Der Mansen noch hier. Der mit der Herbe da weg ist, da ist. Der Kamerad Sven, der müsste noch runter zum Detlef, ne? Der ist auf Klo, kacken. Oh, meine Fresse! Ne, warte mal. Warte mal kurz auf den. Und wer fehlt? Genau. Achso, gut, dass wir relativ leicht waren. So, dann rollen wir mal aus. Ja. Du weißt schon, dass da einer von den AFKs? Ist nicht mein Problem. Hätten sie mir schreiben sollen. Bestimmt aber auch. Der kacken ist? Nein, das ist der, Ben. Achso. Der kacken ist. Ist der Ron jetzt unten? Der? Nee, Steffen ist unten. Also Krampfgeschwader ist durch. So. Soll der sich eilen? Dann werden wir sich nochmal losfahren. Andi? Ja? Das könnten wir beim nächsten Mal vielleicht vorschlagen und machen. Jeder hat nach Aufrufen runterzugehen und dann hast du eine Minute Zeit und dann musst du deinen Panzer haben. Warte mal, ich komm gleich wieder. Ja. Das wäre doch eine Lösung. Dann müssen wir aber auch den hinkriegen. Ja, aber dann, geht einer runter und sagt so, los jetzt. Chris, doch. Chris? Ja? Der Stefan 99 ist beenden. AFK. Ich bin da auch noch mit drin, ich gehöre da gar nicht rein. BTF? Stop. Ja, ja, dann alle aus, zurück zur Garage. Auf zurück zur Garage, schnell mit euch. Peter, gelesen? User left your channel. Alle raus, bitte. Der Treffer ist noch drinnen. Alle raus. Ganz einfach. Ich hab's gerade mal noch geschrieben, damit auch alle anderen es mitkriegen. Ja, Sekunde, ich saus noch mal fix durch. User left your channel. Ich hab's ja geschrieben extra, deswegen. Ist ja jetzt so blöd, der Stefan fehlt dann nämlich. Der kann nämlich nicht rausgehen, weil er ein AFK ist. Stefan. User joined your channel. Er hätte vielleicht irgendjemand vorher zerstören sollen. Den Kaki? Ja, genau, den Haufen. Zerstören bringt auch. So, was hat er denn geschrieben? So. Kamerad Sven, du bist wieder am Leben, oder? Ja, ja, ich bin schon lange wieder da. Dann hüpfst du mal runter. Dann, Papi. Jo. So. User in your channel timed out. Das war Harry. Der Harry. Es dauert ja nur 6 Minuten, also von daher. Seid froh, dass wir nicht 30 Minuten eingestellt haben. Da muss ich zugeben, bin ich sogar froh. Immer noch im Gefecht. Ja, wie gesagt. Ja, weil er nicht da ist. Wie gesagt, in spätestens 6 Minuten ist vorbei, von daher. Da ist Zeug. Vielleicht sitzt er ja nicht so lange. Leider, sitzt jetzt schon gefühlt seit 5 Minuten. Also der kacken gehen wollte, ist schon wieder da, nur zur Info. Ach, danke so, für die Info. Kacke. War wichtig, dass Chris uns das jetzt gerade gesagt hat. Ja, nicht bevor hier diese Fäkalhumoräußerungen noch weiter ausarten. Ja. Denk mal bitte alle mal dran, dass wir live auf Sendung sind. Ja. Du, das ist für mich vollkommen schmerzfrei. Ich kann diverse Worte online sagen, es wird mich nicht interessieren, weil die Leute, die es gucken wollen, die gucken es. Die sowas abstößend finden, die haben Pech gehabt. So. Und wenn einer nicht mit meinem Fäkalhumor lustig ist. Es ging nur darum, dass wir nicht weiter auf dem Haufendorf rumreiten. Ne? Eben weil die ganze Zeit auf dem Haufen drauf rumreiten ist ganz schön scheiße. Ich bin irgendwie wieder scheiße. Aus dem Spiel rausgeflogen. Oh, so ein Ärger. Der Harry, oder? Der Harry. Ja. Aus dem Übungsraum, oder wie? Ach nee, Kürzstor, du bist ja. Ja, der sitzt als aus. Ja, bist raus.
Okay, ja, dann warten wir kurz, bis du wieder da bist. Battle. Haben wir ja so noch einen kleinen Moment Zeit. Und nee, so. Also bei mir bist du nämlich auch noch in-game angezeigt, tatsächlich. Also bei mir ist hier drei Panzer, die gucken sich gegenseitig auf. Ja, muss rausgehen. Willkommen zurück, Stefan. Aloha. Komm mal zurück in die Garage. Ah, Harry, du auch. Zurück in der Garage. Ah, unentschieden. Jeder kriegt einen Punkt. Ja! Nein, Spaß. So, also Stefan ist wieder am Leben, oder wie? Stefan 99? Er rennt nur nicht. Ja, weil er unten im Raum sitzt. Aber er ist da. Ja, das wäre ganz nett. User left your channel. User joined your channel. Die Frau sagt ja. Dann wird es wahrscheinlich stimmen. So, der Kamerad Sven, Johnny Roger, dann muss der Harry noch auf den... Der Harry steht auch noch mit dem Panzer drin. Entspann dich, war ich gerade dabei. Konnte ich zwei. Doch. Doch, du hast deinen Eltern, da musst du einen Zuschauermodus gehen. Genau, super. So. Dann sind hoffentlich jetzt alle auch geistig anwesend, nicht nur digital, weil jetzt geht's endgültig los. Wenn es danach wieder ein Unentschieden ist, Pech. So. Also ich möchte übrigens anmerken, dass wir, der erste Stream ging jetzt 2,5 Stunden, der zweite ist jetzt auch schon wieder bei einer Stunde. Ich kann das ganze Twitch nicht anschauen. Ja, ich werde das, die Videos auf jeden Fall noch bei YouTube hochladen, dass man das dann auch in 3 Jahren nochmal anschauen kann. Juhu. Weißt du, glaube ich, wo sie richtig im Club gucken würden? Hm? Einfach durch die Mitte durch. Hat Twitch irgendwie ein anderes Videoformat, warum das bei mir, also YouTube geht bei mir einmal frei, aber ja, das, es liegt dadurch, dass es ein Livestream ist und wenn du da nicht die richtige Verbindung hast, kann da zu Ruckeln kommen. Ja, das ist richtig. Im YouTube hast du eine vorgeladene Plattform, wo du nur eine gewisse MB-Zahl laden musst und beim Twitch, beim Stream lädst du halt eine wesentlich höhere Menge an... Hm. Ist ja auch noch live mit der Entfernung dann. Die fahren hoch auf den Berg. Was ist denn mit denen falsch? Oder die bleiben da stehen. Ich glaube, die fahren wirklich komplett hoch, oder? Die wollen hoch, oder? Na, warte mal. Doch, die wollen hoch. Also der Massa fährt weiter. Wer denn an der Ecke stehen geblieben? Und die Anja auch. Ja gut. Ja, dann kippen die anderen schon. Ja, ja. Das schaffst du nicht wieder zurück. Die sind nicht mal richtig auf dem Berg rum, da stehen die schon im Cap. Andererseits können sie von dieser Position aus extrem gut decappen, vorerst. Nee, kannst du gar nicht. Doch, eben. Sobald angekappt wird und nur einer drin steht, ist noch im Rahmen. Aber dann kannst du hinten rum über die A-Linie runterrollen. Du kannst dort bei, wenn der bei B6 drin steht, dort in der Kante, da kriegst du einen runtergekappt oder runtergeschossen. Aber ansonsten nicht. Ich benutze den KV1 als Scout. Ja. Der KV1 ist eigentlich schlecht, ist eigentlich Lampenwärter. Aber der nimmt irgendwie jede Lampe mit. Die sehen doch eh nichts von da unten. Was bringt das? Die sehen sowohl so nichts von daher. Die sehen beide nichts. Wenn die jetzt oben an der Burg stehen, dann gucken sie zumindest in die Richtung B6. Da können sie auf jeden Fall voll in die Base reingucken. Aber nicht an jeden Punkten. Wenn nein, aber da wo der eine auf der Schnittstelle A6, A7 steht, da direkt an der Hauswand, da siehst du nichts. So, und das Spiel ist entschieden. Ja. Wenn die Gruppe und Deadlifts jetzt so schlau ist und alle gemeinsam ins Kämpfen haben, sie eh keine Chance. Der Massa fährt zurück. Nein. Ja, aber das schafft er nicht. Das schafft er nicht mehr. 27 Sekunden. Naja. Und vor allem, das wäre jetzt selbstmordmäßig, also. Und die KV kommen ja nicht mal mehr zurück. Der X, ne? Die stehen alle hinten in der Senke. Nicht rumfahren, oh. Das weiß er halt nicht. Ja. Nö, ist ja nicht schlimm, aber... Der hätte halt jetzt fahrrechts rechts. Nee, der Drops ist gelutscht. Gut. Das ist erledigt. Er hätte vorne ganz oben fahren müssen.
Ich würde sagen, das war das Last-Video-Feld des Tages. Wir haben uns nicht mal gesehen. Auch das war jetzt auch ein schöner Ausgleich für das Warten eben. Wo waren die? Wo waren die denn? Bahnhof, oder? Nee, die sind oben über den Hügel gefahren. Das ist keiner ist aufgegangen. Wir sind die Schlachter ganz aneinander vorbeigefahren. Aber Anja, ich muss dir hoch anrechnen, hast mir diesmal kein Lüftungsloch geschossen. Ich hab dir das Herz gebracht. Deswegen sind wir extra aus rumgefahren. Nur, dass das nicht passiert. Das sind unsere ersten drei Punkte. Nee, wir haben ja schon drei Punkte. Zwei. Hä? Nee, drei. Zwei, oder? Nein, drei unentschieden, drei unentschieden. Zwei verloren und jetzt eins gewonnen. Na dann. Habe ich das Unentschieden ignoriert? Oh. Ganz kurz, Anja, haben wir noch ein Spiel oder sind wir jetzt durch schon? Nee, eins müssen wir noch haben. Wir haben noch. Haben noch, gut, aber ich kann mir jetzt mal Kaffee holen. Ja, kannst du. Okay. Team 7 und Team 1. Oh. Gegen die Schokohähnchen haben wir noch eins. Mal wieder dran, Snivelstücke gegen die Hackfleisch. Ich Snivelstücke. 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 Anja, wann ist Kaffee wieder dran? Wer holt mal einen Kaffee? Team Hase? Ja. Team Hase danach. Der Kamerad Sven fährt bei den Hackfleischhacken zerhackern mit, richtig? Ich hab das vorhin gemacht. Achso, ja, dann fährst du wieder mit. Ja, nee. Da mach ich da einfach mit, ja. Nee, lass den Richie wieder mitfahren. Den okay. Kennen sie schon. Richtig. Dann ist es eine geschlossene Anstalt, Gemeinschaft. Der ist Team 8 gefahren. Lass mich raten, so. Danach ist das Spiel Team 4 gegen Tier 5. Richtig. Moment. Das Spiel, auf das ich muss auch noch gegen den Kollegen da spielen. Gegen mich? Ja. Du hast keine Lust auf mich, oder wie, oder was? Oh, das wird eine tolle Überraschung für euch. Die Schokohäschen habe ich auch noch vor mir. Die willst du auch vernaschen? Ja. Kann ich verstehen. Och, gegen die Schokohäschen wird doch nicht schwer. Davon krieg ich schon Magengeschwür, ne? Das kann schon sein. Also Schoko habe ich schon, wenn ich sie richtig form habe, ich halt dann Schokohäschen hier. Ja. Das wird nix. Ja. So, dann der Under Jolly Roger, der Kamerad Sven und bitte auf den Zuschauermodus wechseln, das wäre super. Genauso wie der Martin, aka Massa und der Stefan. Das wäre super. Und der... Ja. Kacke, ja? Ja. Und der Löwenbot. Boah, ich muss schon wieder auf Klo, leck mich. Okay. Lecken und Toilette. Wer es mag. In einem Satz, schwierig. Wer wollte sich vorhin einen Kaffee holen? Ich hab alle Brüder. Also, dann nichtsdestotrotz, Stefan 99 und MM Massa, bitte noch Zuschauermodus anwählen und dann wird jetzt auch schon ein Schuh draus und die Anja verrät mir noch die Map. Puh. Warte. Die zwei. Nö, die fünf. Die Minen. Oh. Minen wieder. Minen. Eins. Aber kurze Frage, es gab bis jetzt noch keine Map, die wir noch nicht hatten, oder? Nein, wir haben alles gefahren. Mainz nicht wie damals Sleeper. Mit Ensk. Das bin jetzt mein Sweeper. Ja, erst die Oma, dann der Hund. Das ist nicht der Sommer alt. Oh Gott, du musst sogar muten. Mike, Entschuldigung. Die schlappen Dings da, die sind jetzt mit dran. Ich kann da nicht raufgehen. Du kannst, ja. Warte mal. Ja, wenn du es in 6 Minuten schaffst, gib Gas. Ja, das schaffe ich schon. Stefan 99, ist der gerade wiedergekommen? Ich hoffe, der Mike wird aufhören zu lachen und irgendwann wieder atmen. Nicht. Gut. Ich spiele hier nochmal nach dem Spiel. Okay. Ja, das hört man. So, neue Runde, neues Glück. Wir drücken die Daumen für den eventuellen Gegner. Hit. Hasse Minesweeper.
Wer spielt hier nach nochmal? Danach kommen Team 4 gegen Team 5. Ja. Oh! Also könnt ihr mal spielen. Das Spiel, auf das ich am wenigsten Lust habe. Die Unfähigen gegen die Schokostückchen-Häschen. Schokohasen. Nee, noch sind wir im Ganzen, ja, wir sind noch ganze Hasen. Momentan. Richtig. Ja. Dann zwei Stück hintereinander. Erinnert mich an dieses Osterbild, wo bei dem einen der Hintern und bei dem anderen das Ohr fehlt. Da steht ja Hot Chili drauf, das neigt ein bisschen zur Abneigung. Jetzt geht das schon wieder los. Du meinst die zwei Häschen mit dem Ohren und dem Arsch, wo der da eine sagt, leck mich am Arsch, ich kann die nicht hören. Richtig. Leck mich am Arsch, ich kann die nicht hören. Oh, Ostern. Ich kann die nicht hören. Wird das nicht so langweilig wie das andere jetzt vorhin? Jingle Bells, Jingle Bells. Doch, der 34 steht schon mal ganz links. Hallo? Oh, what fun it is to ride in a car for 220. Der hat mich verjagt. Aber doch richtig. Jo, wir sind hier los. Der Löwenbot fährt hoch. Na sicher. Hm. Und die andere Blindschleiche sieht ihn nicht. Nur einer. Ja, weil er hinter dem Star steht. Na Mutter, schläft der oder warst du Leopard 3? Ja. Er ist jetzt gleich ziemlich tot. Ja, weil er ihn immer noch nicht sieht. Aber Regine scheinbar auch nicht, weil er guckt in die andere Richtung. Nee, er hat ihn noch nicht gesehen, weil er mit dem Turm noch nicht rausgeguckt hat. Oh, Löwenbord. Richtiger Löwenbord. Er fährt halt zurück. Ja, die wollen jetzt den Dings. Und die S35CA fährt gerade in ihren Boot. Das ist per se nichts Neues. Jetzt. Hui, jetzt hat ihm aber rasiert. Was machst du hier? Na, sie auch hier? Boah, das waren. Ja, gut, jetzt hat der Typ T34 gesagt. Aber der holt den noch raus da drüben. Nee, bumm. Wenn Richie nicht trifft, na, siehst du, sag doch. Der Heavy trifft. Der kriegt die echt nicht auf, ne? Da kommt der andere Kribbelbärsch hoch. Wo zum Teufel fährt aber Sadie rum? Oh! I see ya. Ja, er schießt ihm unten auf die Unterwanne. Nochmal in die Erde. Da muss sich auch einer drum kümmern. Ja, muss ja umgegraben werden. Richtig. Ist jetzt wieder Gärtnerzeit. Die wollen noch nicht, dass es so schnell vorbei ist. Oh, oder doch. Es ist vorbei. Bye. Ja genau, er steht genau vor ihm und geht halt einfach zu. Also. Was soll das denn glauben? Oh ja. Gewesen. Oder? Bei HP. Also erst jetzt. Aber wenn der Löwenbot jetzt einfach hinten runterfährt und den HV1 zerledert, dann wäre das. Jetzt ist die Idee vorbei. Mach er noch raus. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Jetzt ist weit auf dem T1 Heavy drauf und dann ist da eh Schicht im Schacht. Ja, ich frag mich halt, warum er nicht einfach geradeaus drauf fährt, der Löwenbot. Der ist schon unterwegs. Gut, Ding will Weile haben. Wäre jetzt eben gerade sogar stehen geblieben, hätten ihm einfach weiter vorne ins erste Ketterrad geschossen. Weil der Löwenbot hat nämlich auch keine Ahnung, wo er hinschießen soll. Ja, passiert, ne? So, und der andere versucht jetzt zu kippen. Ah, ja, und das war das Schwachsinnigste, was der Ron überhaupt machen konnte, weil jetzt wissen sie, wo er ist. Ja, nicht durchs Cap fahren. Wenn du alleine bist, niemals durchs Cap fahren. Oh. Nix, Hedy, links. Und offen. Und nix. Oh. Den jetzt nicht zu treffen, war echt schwierig. Aber wenn sie sich jetzt mit dem aufhalten und nicht cappen fahren und er überlebt das. Dann gibt's überlebt das nicht. Nein! Cheese, Richie! Ja. Sauber! Er hätte sogar stehen bleiben können und gemütlich stehen können gerade. Er hätte am Stein stehen bleiben können, ne? Stein rum. Miau!
Ich bin dann mal unten. Jo. Willkommen dran. Immer noch Team 4 gegen Team 5. Achso. Wer ist was? Der ist unterwegs. Gut, Ding will Weile haben. Wer jetzt eben gerade sogar stehen geblieben, hätten ihm einfach weiter vorne ins erste Kettenrad geschossen. Weil der Löwe hat nämlich auch keine Ahnung, wo er hinschießen soll. Ja, passiert, ne? So, und der andere versucht jetzt zu cappen. Sound resumed. Ich hab ihn so oft getroffen. Ja, hab ich gesehen. Bounce. So, wir würfeln, meine lieben Freunde. Klopfen, husten, anvisieren. Ruhe da, ich hab schon wieder dieses böse Zeige. Ja, leck's mich doch. Zwei. Leckwill. Ja, yippie. Ja, doch nicht. Ich will nochmal. Schlapperkarte. Boah. Was ist jetzt mit Antragslosstellung? Wer macht denn das? Ich weiß. Silas ist für unser. Silas ist duschen. Silas war duschen, der hat doch Hallo gesagt. Ach stimmt, da war ja was. Duscht der im Dings? Mit dem Rechner in der Dusche oder was? Der macht jetzt nur Haare. Guck mal. Der ist wasserfest. Da fehlt aber noch einer bei den Unfähigen, oder? Beides. Nö, nur wenn der Silas fehlen sollte. Anja? Wo? Oh. Hi. Fisch? Was? Was ist los? Seid da draußen jetzt drunter und drüber? Geh von meinem Stein runter, oder? Schaut aus von dem Stein, euch gehst, Mensch. Ich vertraue Becky. Becky frisst gerade einen Becher. Unbedingt. Ich bin gleich zurück. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Kriegen wir den Silas aus der Dusche raus, oder? Was, müsstet ihr zu zweit rausheben, oder was? Ja. Schieb den Wal, oder wie war das? Schieb den Wal! Guck den Wal zurück ins Meer. Wann Wale, also tote Wale, an den Strand gespült werden, ist es extrem gefährlich, in deren Nähe zu gehen, aufgrund der Tatsache, dass durch die Verwesungsgase Explosionsgefahr besteht. Ja. Das, kann, das ist übrigens kein Witz, das ist tatsächlich so. Wir haben doch die Japaner gesehen. Und ein Bericht, wo sie ihn abtransportiert haben und der dann mitten während des Transports ins gegangen ist. Da hing die Wände von den Häusern voll. Ja, war das, glaube ich. Und was das für die Bohle gemacht. Und es hat Boom gemacht. Oh, Harry! Hat's Mundlager vom Wal erwischt. Habt ihr auch. Der Wal wurde betoniert. Ja, sicher. Ja. Heißt alles gleich. Ja. Adresse ist identisch mit Homepage. peter-534.de. Alles gleich für den Dönix. Hä? Sedi? Ja? Drück auf den Knöpfchen. Achso. Ja, ich hab ihn gesehen. Lalala. Na, Sedi. So, alle bereit? Wenn es dich denn interessiert. Anja? Ja? Die Map stimmt? Ja, okay. Es ist Leckville. Gut. Klicken wie das. Was? Machst du da noch die Dings drauf? Die, die Ergebnisse? Hm? Ja, na klar. Ja. Ich hab gleich ein Problem, ich muss kurz meine Mutter abholen fahren. Ja. Immer diese Mütter. Eben. Anstrengend mit denen. Meine Mutter. Sag ihr, es geht erst nach 10. Jo, Mutti! Zipfel ist online, dann hol ich den, warte mal. Oh, auch gut. Vertretung organisiert. Achso, wird's gemacht, Leute. Das ist Einsatzbereitschaft. Ne? Weil ich bin ja in zwei Mannschaften drin. Ja, dann musst du halt in zwei Mannschaften Vertretung machen. So eine Doppelvertretung. Achso, Anja, beim letzten Match brauchst du keinen Kill aufzuschreiben. Wir haben niemanden. Ach was. Oh, doch, ja, das war ein völlig pazifistisches Spiel. Mit dem Troll kein Neuner auf dem Koffer 1. Okay. Was war pazifistisch? Das, was wir da getrieben haben. Einer ist was und einer dumm. Ihr habt was getrieben? Oh. Ja. Ihr traut euch ja was. Ist ja total sexy.
Wir haben unser Kettenräder getrieben. Bis zum Ende. Mhm. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Schön tief und fest. Feigling. Aneinander gerieben. Ich bin kein Feigling. Feigling. Nein. Denk, wir fahren das nicht abschießen lassen. Also wenn du ein Feigling bist, bin ich ein Jägermeister. Ja, andere Töchter haben auch schöne Mütter, ne? Jägershot. Oh, Ego. Das hat Puff macht. Oh, können wir dir wieder erklären, was es mit dem Essen zu machen hat, Anja? Nee, aber super, so kriegen die schon mal keinen Sieg. Hoffentlich. Huch, so, da ist er. Pippichen. Da ist ein Kleiner mit am Rohr. Wie bitte? Der sitzt da, der hat vorhin Nudeln mit Gulasch gegessen. Und nein! Oh. Nein! Einfach nein! Was? Nein? Hä? Jetzt bin ich Detlef hat immer so pädagogisch wertvolle Tipps für die Kinder. Hier gut an die Wand spielen und sowas. Was hat er gesagt? Wer ist wir? Team 2. Team 2, die supergeilen Typen. Ja. Danach noch eins und dann ihr. Gut, okay, bis dahin kann ich den Zäpfle rangeschafft haben. Ja, komm, Tanne doch. Gut. Mach die Vertretung. Ups. Boah, Zäpfle, das war eben Stichwort. Geil. Tanne Zäpfle. Zäpfle. Weg ist er. Gute Idee. Hier. Komm gleich wieder. Ist das Stichwort. Geil. Zäpfchen ist das Stichwort. Ich hab da was vergessen. Ah, Pedro, das war nicht so toll. Ist das schön. Können wir mich schon wieder einladen? Gleich, es läuft gerade ein Gefecht. Genau. Ja. Kann man aus dem Dings rausgehen, aus dem Zugmodus? Ja, ich glaube, du kannst ja für zur Garage zurückgehen dann. Dann immer noch in dem Ding drin, oder? Müsstest du noch drin sein, ja. Ja. Schreiben, da brauche ich jetzt nicht. Bist halt dann nur desertiert. Nur. Peter geht als Bergsteiger durch. Ja, der war schon zweimal auf dem Berg. Oh. Silas, ich weiß nicht, ob du den da triffst. Oh. Ach, guck mal da. Boing. Oh! Er trifft der aber nicht zurück. Voll reingeballert, ey! Oh! Das wird doch langsam! Aber ja, aber der ist durch jetzt! Alles ist durch und durch! Also, ich würde fast sagen, er hat kassiert, ne? Ja, ein bisschen. Ja, das kommt mir so vor. Ach was, auch, unter anderem. Ja, an der Kirsch. Mit 37 Rest Leben. Alle abgeschwitzt. Der Löwen, der jetzt lebt aber auch gefährlich. Ja. Wird das gleich lebt er nicht mehr. Weil der Peter macht Blindschüsse. Da hat er sich gerade abgemeldet. Scheiße. Na, dann überlegen wir uns gleich was. Was? Ja, Mutti, da musst du wohl zu Fuß gehen. Also, dann wird die Mutti überbewertet. Richtig. Aber es gibt nur eine Mutti. Manche werden sagen, Gott sei Dank. Aber wieso? Das Glück hat aber nicht jeder. Es hängt nur eine. Dass du Gott danken kannst. Zurück. Pippichen. Pippichen. Ja, ist wieder da. Was Sachen gibt's? Panzerfahren mit Chefsauer. Du musst jetzt aber nicht nach dem Filmtitel gehen, oder Chris? Vielleicht doch. Er ist wieder da. Aber sehr lustiges Buch. Geil, das ist geil. Ich hab doch mal entschieden. Das Buch war richtig das gut. Das Hörbuch ist super.
Ja, das Hörbuch auch, das stimmt. Hörbuch, ich hab's erst gelesen, Knaller, und wenn du es erst gelesen hast, ist es richtig. Ich hatte nur das Hörbuch. Geil, ich hab mich gerade mit meiner Kamera in die Kirche reingepackt. Mit der Kamera? Du bist nein, also der Wurf. Ich bin aber in der Kirche kein Blitzlicht. Ich bin in der Kirche, ich kann aber nicht raus. Ach, dann ist es eine katholische Kirche. Unentschieden. Unentschieden. User joined your channel. Hatten wir heute. Oder fragt Schmetterling. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Unentschieden. Ja. Gegen diese Kackbratzen. Nichts mit Art Power. Spaß, da sieht man mal, wer in den Teams hier für die Challenge. Ihr lasst aber nach, was ist denn hier los? Unentschieden. Ist ja auch noch gar nicht passiert. Das können wir uns doch leisten. Ja, seid vorsichtig. Mit Power. Kali? Hm? Dann können wir mal Schmetterling. So. Aber Silas, das tut mir echt leid, ne? Aber da die haben alle keinen TS. Wann Zepfl ist auch da? Juni? Ich bin schon dabei. Also. Da ist er dabei. Wir werden als nächstes Team 6 und Team 1. Oh Gott, das heißt die Schlappe gegen die Hackfleischmenschen. Richie, du bist von deiner Schuld befreit. Der Werwolf ist da. Oder? Ja, ich bin da wieder. Ganze Zeit. Okay. Oder möchte die Rohrpost ihn zurück? Ja. Also den Sven. Das ja, passt ja. Richie, gelitten. Naja. Oh, nichts gegen Richie, aber Sven war eher da. Tja. Sven, die Einladung ist auch raus, ne? Wer war jetzt für die Rohrpost gefahren, ja, als Sven nicht da? Ah, da bist du ja schon. Wer ist ich? Ah, du, ich. Achso, gut. Da kriegt die. Der Mutti-Taxifahrer. Wie war das eigentlich beim Silas eben? Habe ich das Moonlager mit dem Schuss angekratzt oder ist es durch das Feuer angekratzt? Das war Feuer. Ja. Ah, du hast mein Moonlager nicht geschützt, aber du hast so mit ziemlich alle Module und Besatzung. Cheater. Das war Feuer, Feuer, deine Hosen brennen. Das war die Kelle von KV1, die penetriert hat. So, also, Team Dex gegen Team 1, wir würfeln und zwar. Würfeln wir eine? Detlef, was würfeln wir? Hier. Drei. Also Detlef. Wie viele Detlefs haben wir hier? Viele. Wenn's drauf ankommt, viele. Eine 4, Paris. Sag ich doch. Du schickst uns heute gerne in die Stadt, Oliver, hä? Tja. Und in die dreckigste Stadt, die ich bis jetzt gesehen habe. Oh nee, ey. Anja, wie viele Punkte haben die Unfähigen? 8 oder 9? Die Unfähigen? 9. Ach doch, 9. Na gut. Hm, wie viel haben wir? Hab ich doch gesagt. Ihr habt 12. Wie viele Schokohäschen? Die Schokohäschen 16. Also uneinholbar. Nee, weiß nicht. Aber frag mal einen Detlef, wie das ist, wenn du durchmarschierst, immer nur gewinnst und im letzten Spiel auf die Schnauze kriegst. Wie gesagt, also Finale sind wir auf jeden Fall. User left your channel. Wir können nur noch maximal Zweiter werden, also ist mir egal. Wir auch. Nee. Weil wir haben schon 4 Punkte. Nee. Nein, aber ihr könnt rein theoretisch noch Dritter werden. Nein. Können wir aber auch rein theoretisch lassen, oder? Wir wollen rein theoretisch Dritter werden. Wir werden schon immer noch einen Spieler kriegen. Ich bin ja in zwei Mannschaften gefahren, das heißt, du müsst ja eigentlich die doppelte Punktzahl kriegen, ne? Ich glaube, eine haben wir ja jetzt wieder aufgefüllt, der Werwolf ist ja wieder da, ne? Das gilt ja, also kann nicht. Kann Werwolf mich ja ausfüllen. Ja, man, dann macht er jetzt seine Vertretung. Ja. Ja. Mal so, gucken, was es für tolle Videos gibt. Ach, kann man jetzt hier... Ach, Andreas. Ach. Naja, ich bin da mal weg, ne, bis ja. Bis später. Bis später. Ja, ich hab zu danken. Abdanken kannst du, abdanken. Und danke, Kali, für die ganzen verlorenen Spiele. Ja, wir hatten das gut. User left your channel. Mm-hmm.
Nee, da meldet sich keiner. Keine Ahnung. Ah, da müssen wir nachher mal gucken. Kriegen wir schon. Einen mitnehmen. Alles gut. Ja. Wir nehmen Andi mit. Jo. Da hast du ja Auswahl, da gibt's ja ein paar. Bin da auch noch. Ah, wir brauchen die 3 Punkte, um dich einzuholen. Manipulation wird hier schon in den Raum gestellt. Müssen wir erstmal auf die Dings. Anja, ganz kurz. Ja, hier? Der Andi, bei der kriegt gerade sein Jungen vorbeigebracht. Der braucht 2 Punkte. Sein Ding. Sein, okay. Sein Kind. Sein Kind kriegt er vorbei. Das ist sein Kind. Sein so. Kind. Sein dann ist dazu. So. Ja. So. Ja. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid, ne? Alles klar. Was für eine Map liegt mir Paris oder ja. Was? Mhm. Hast wieder die Finger nicht gewaschen. Doch, aber nichts mit nichts. Aber bitte nichts reinigen. So, wollen wir mal den Kleinen, den Lütten erklären, wie man mit Gulasch umgeht. Ja, wie man damit Porträts an weiße Wände malt. Meinst du das? Aber zum Beispiel in Türlöcher stopft. Und das ginge auch. Er hat eben sowieso beschlossen, er ist Super Mario. Da, ja, das ist gut. Dann wird er ja groß, wenn er das macht. Mit den erklären. Hol mal ins Rohr. Sandro, sag mal hallo, Detlef. Sag dir nicht. Komm, schrei. Ja. Bei Super Mario muss man das machen. Ja, so ähnlich. Ich hab's anders in Erinnerung. Was ist mit der Omi und dem Hund jetzt? Oh ja, der Mike, Hund lebt, die Omi ist tot. Weil die Omi zuerst über die Straße gegangen ist und dann der Hund. Es ist... Ja, wir könnten halt zuerst den Hund über die Straße lassen, der schafft das und die Omi schafft das dann auch nicht. Der fehlt der bleibt das ja überhaupt wie gesprungen. Oder der Hund der ist Andi kriegt gerade sein Kind. Also er kriegt Kinder. Kriegt Kinder, weil noch keine... Panzer und nix ja. Stehen. Und der Hund fährt das Auto. Nee. Doch. Sollen nicht. Schon mal ihre nee. Panzer frei machen. Der andere Hund, ja. Ja gut, du kannst ja nicht fahren, Mike. Das stimmt allerdings. Was? Ein Hund am Steuer? Ungeheuer. Besonders wenn es schwarz ist. Der Hund. Ja, der Hund, Mann, ja. Das sieht man ja, nicht, wenn das Fell drüber ist. Moment, das darf man ja nicht mehr sagen. Sag mal, sind ja alle gleich, gell? Der dunkelgrüne darf fahren. Also ich bin wieder da. Wenn die unten dann auch sind, dann sind wir auch nicht mehr so weit. Gut. Ah, sehr gut, okay. User left your channel. Ja, Mike. Was ging ich? Wir stufen jetzt alle nicht mehr mit weiß und schwarz ein, sondern alle mit grün. Ja, das sind die hellgrünen dürfen nach vorne und die grünen nach hinten. grün. Jetzt nicht rot sein können. Ich kann jetzt Andreas noch einen Panzer auswählen. Mhm. Komm, würde das echt grün, gehen. Grün sind alle meine Kleider. Da. Harry, es reicht. Hab mich lieb, ja, geht's unterwegs. Ich hab angerufen jetzt. Jetzt geht das schon wieder los mit dem Lied. Wenn das klingelt, Harry, mach ja die Tür auf. Zwei nette Herren im Wald. Die haben auch eine Hab mich lieb Jacke dabei. Genau das. Ging dann mit dir. Eine Ruhe. Keiner will die ab, ich lieb ja gar. Doch, da kann man lustige Sachen mitmachen. Also ich komm raus. Der rutscht durch. Ja. Ah, wenn du die Nummer kleiner hast, kommst du auch nicht mehr raus. Und es geht endlich los. Ja. Wir schaffen das heute noch. Oh. Oh mein Gott. Wir können auch morgen weitermachen, das ist kein Problem. Aber ich möchte gerne arbeiten. Ach, arbeiten wird völlig überbewertet. Hartz IV macht frei. Ja, das ist richtig. Du musst zwar außerdem noch Studienurlaub nehmen, Anja. Ich erst? Ja. Die hat erst Urlaub gehabt. Bis Urlaub dauert's noch.
Ich sagte Studienurlaub. Nee, ich hatte Krankenurlaub. Nicht normalen Urlaub. Das nennt man doch so, wenn wir so einen gelben Schein haben, gell? Ja, so ähnlich. Say what? War das jetzt? Das war Silasisch für, wie meinen Sie das? Auch nicht. Was gibt denn das jetzt? Was das machen die denn da hinten? Taktik. LOL! Zwei links, zwei rechts und Chris fallen lassen, oder? Was gibt das? Was machen die da? Die stehen, die bleiben da stehen und gucken. Die wollen auf jeden Camp me like it's hot, oder was? Nicht. Was ist das denn? Und der eine kann nicht parken. Der ist zu nervös dafür. Oh Gott! Der parkt immer so. Nee, ich mein Chris K., der fährt jetzt da noch den Baum um und Der hat nur gesagt, ich das bin Haus für muss WOT schöner ohne werden. Bäume, dann sehe ich viel besser. Ja, richtig. Und Büsche auch nicht so dolle. Ja. Suicide Squad. Die heutigen komischen Mods funktionieren ja auch nicht mehr alle. Ja, ich fahr ohne, ich weiß es nicht. Ich fahr auch ohne, aber es gab mal einen Mod, der hat alle Bäume weggemacht. Alle Sträucher. Aber der geht nicht mehr. Besser ist, das ist ja verboten. Ach, verboten. Was ist denn bei World of Tanks verboten, bitte? Sehen die da hinten den Panzer nicht? Nö, sieht nicht so aus. Nö. Hauen alle ab. Hab ich mich da etwa vermessen? Tönchen hat uns gehört, er dreht wieder rum. Oh Gott. Eine Mina los. Ist auch mies, ne? Die Kuschelecke oder was? T? Ich hab das schon mal gesagt. Sollst du auch nicht schreiben. Warum sind eigentlich die Gefechte bis jetzt alle auf Paris so ausgegangen? weil du schlecht fahren kannst auf Paris in der Hinsicht. Ich glaube, du könntest schon was Gutes fahren. Klar, du könntest zum Beispiel einfach über die Mainline hinten rum zu dritt und dann einfach ins Cap drücken. Ne, die fahren jetzt den Kampffächer. Da wo die zwei da stehen, das Cap zusammenschießen. Oh. Ist eigentlich ist der Churchill. Ja, das Problem ist aber, wenn du mit den dreien ganz links hier an der Mauer stehst, müssen die beiden hier komplett rauskommen. Dann können die drei Churchills einfach nebeneinander klack, klack, klack. Ja, klack, und was klack, ist mit klack, dem dritten Panzer? Der Panzer 4, so wie er jetzt steht, ist er als erstes dran. Ja, sieht die aber dann. Ja, aber er ist so schnell tot, dass er nicht mal weiß, dass sie alle drei da stehen. Detlef, die Churchill 3, die schießen alle 2 Sekunden mit 100 Damage. Das heißt, der 4H kriegt einen Schuss raus, das war's für den. Eben. Weil wenn die Churchill 3 komplett... Ich fürchte auch. Wir gucken, wer von denen jetzt gewinnt. Ja, ich wissen was. Bip, 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 bip. Guck mal, der fährt da rum. Die treffen aber nicht, siehst du? Die treffen nämlich. Oh Gott. Schießen sie schnell. Spätestens jetzt wissen sie, dass die alle drei da sind. Bringt denen aber erstmal noch nichts. Die treffen aber alle nichts. Ja, ich glaube auch, sie sind mittlerweile wieder zu. Nee, der VK. Was schießt denn der? Wieder Treffer da hinten. Also der mit seinem Panzer 4 kassiert doch mal unter eigenen Leuten ein. Aber echt, ey. Der hat richtig Dusel. Ja, du wieder so umfährt, wer ist denn das überhaupt? Der Chris. Mit so viel Muscle ist es schon unverschämt. Der Fitchie kassiert einen Bouncer am nächsten. Der Mädels. Wo sie beim Ritchie hinschießen sollen. Ja, vor allem ist es aber links der nächste. Aber den hat er gesehen. Jetzt muss er sich entscheiden, das ist natürlich blöd. Ah, okay. Die hat Scheide gesagt. Ich hab ja auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt könnte das Ganze interessant werden. Oh oh. Oh oh. Den. Kuss, oh oh. Oh 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 oh. Überfahr ihn, überfahr ihn. Kelle. Ach, hast du denn gar nichts gelernt? Ja, hat eine Kelle gekriegt. Da kommt die nächste Kelle. Noch eine. Aha, der erste ist tot. Na toll, er zieht mir nur 8 Leben, ich fass es nicht.
die da? Also der Richie trifft aber auch nicht so gescheit, ne? Ja, vor allem, warum rammt er den nicht tot? Nix. Der hat noch zwei Leben. Da musst du nichts sehen, der muss überfahren. Boah. Das hat jetzt auch lange genug gedauert hier mit dem Churchill 3. Mhm. Ja, so lange bis seine Kameraden gestorben waren. Ja, der Anna haut wenigstens das ab und stellt sich dem Kampf. Ja, das ist ja. Ah, doch. Was ein Mann. Oh, das war schlau. 1560 Block bei Arma. Aber jetzt kriegt er von denen. Sag halt nicht. Sehr schön. Die wussten dann einfach, wo sie hinschießen müssen, die Churchills. Na ja, gut, der andere Churchill 3, der wusste auch, wo er hinschießen muss. Nur es kam halt nicht durch wegen dem Winkel. Weil der Löwen hat sich ja die ganze Zeit seitlich ein bisschen gedreht und da ist es halt, sag ich mal, im Churchill 3 mit nahezu popliger Pen ist es kacke. 1500 bei Arma. Gut gemacht. So, und nu, wer spielt jetzt? Wollen wir wieder spielen? Jetzt spielt Team 2 gegen Team 5. Oh. Die starken Jungs gegen die Schokohasen. Servus. Die starken Schokohasen gegen die Jungs. Halt. Ein wunderschön. Schokolade. Schokolade. Ja. Und wir würfeln? Hast du deinem komischen Churchill nachher irgendwie noch so 50 mit Milliliter Gesetz reingebaut? Ich kam da nicht mehr durch. Ja, hallo, so. Ich hab Grießbrei gegessen. Wir brauchen noch einen. Kam da nicht mehr durch. Wer möchte bei den starken Jungs Ersatzmann spielen? Ich kann es bei dich. Weil ich würde mir doch. Könnte ich auch machen. Jawohl. Gut. Gut, dann hüpfen wir rein. Hast so, du dem Löwenbot 2 Kills eingetragen? Ja, wir klopfen, wir pusten, wir würfeln. 1, Himmelsdorf. Wo muss ich rein? Zu den starken Jungs. User left your channel. Anja? Ja? Hast du dem Löwenbot vorhin noch 2 Kills eingetragen? Ja. Sehr schön. Ich weiß. So, ich muss jetzt erstmal kurz was irgendein ärgern hier. Ja. Mob mich, ich bin eine Prinzessin, was? Was? Du bist keine Prinzessin. Weißt du, was du bist? Du bist eine kleine Pummelfee. Ja. Eine Biene im Rückwärtsgang. Mus, mus. Ja. Was war das gerade eben jetzt für eine Map? Anja, welche Map? Ist jetzt nicht dein Ernst. Himmelsdorf. 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 Hörst du mir überhaupt zu? Sind wir gar nicht. Pimmelsdorf also. H, nicht P. So, der Chris, der müsste mal kurz auf Zuschauermodus wechseln, das wäre super. Genauso wie der Olli. Der Chris K, 247. Ja, ja, ja. Ich habe mir gedacht, wieso? Was meint auch. Der jetzt mit Zuschauern? Ich schau doch zu. Okay. Ist der Chris K. überhaupt da oder lebt es? Mäuschen Bieber mal? Offensichtlich nicht. Pech gehabt. So. Das stimmt soweit. Dann neue Runde, neues Glück. Ich glaube, noch vier drin. Was? Was? War, glaube ich, auf der. Team 2 waren noch WTF? Richard. Sag ich doch gerade. So, also nochmal das gleiche Spielchen. Ist der Richie da? Nein. Dann macht den kaputt und dann geht raus aus dem Gefecht. Weil er immer schön hinten den Turm reinschießt.
Ja! Jawoll! So, dann alle raus, auf in die Garage. Also zurück zum normalen Bildschirm, bitte. Wie, du hast einen normalen Bildschirm? Das war schön. Ich habe drei normale Bildschirme, siehst du mal. Du bist nicht normal. Hast du gesagt. Kann man auch mal machen, das sah schön aus. Ja, das sollten sie. Ich hüpf kurz runter. Warte. Zuschauer müssen auch aus dem Übungsraum raus. Ja, müssen sie auch raus. Richtung Cap. Okay. Ja, alles klar. Channel Switch. Hab ich schon. Ich hab nur noch schnell im Richie sein Munitionslager gelegt. Channel switched. Im Gefecht. Ah, sehr schön. So, Stefan 99, der ist mal wieder AFK, wunderbar. Die Anja noch. Ist auch AFK, nee, Quatsch. User left your channel. Anja, wie lange ist noch Gefechtszeit? 2 Minuten. Ah, zur Not warten wir die 2 Minuten noch und dann sollte das auch wieder funktionieren. Warum wurde jetzt die Gefechtszeit auf 5 Minuten reduziert? Das muss reichen. Da hat wohl meine Maus einen kleinen Sprung gemacht, obwohl ich das nicht wollte. Na, 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 Chris. Ich darf das. Er hat meine Erlaubnis, so. Davon abgesehen. Dip, dip, dip. Dummes Kleiner. Anja hat angefangen mit den taktischen Vorteilen. Ja, richtig eben. So. Das sieht man, wie noch Zuschauer setzen. Wer fehlt denn da noch im Gefecht? Der Stefan 99. Ja, wieder mal. Und Anna, wie lange haben wir noch? Weiß nicht, jetzt bin ich raus. Super. Oh, Männer, danach wird's hässlich. Wieso? Aha, dann müssen endlich. Wir gegen die Rohrpost antreten. Das ist was Persönliches. Das kannst du aber glauben. So. Alle raus. Wunderbar. Sehr schön. Dann bitte wieder die Panzer wählen.
Bitte die Panzer quälen. Stefan? Jo, alles gut bei dir. Sehr schön. Diesmal alle richtig. Ich zähle jeweils 3 Panzer. Sehr schön. Map passt auch. Dann ready to go. Keine verirrten Löwenbots? Nein. Gut. Er wollte sogar helfen. Nichts geht's. Der erste schießt schon. Immer durch die Mitte. Kenn ich noch so einen? Ich mach's nicht. Alle drei jetzt mal durchgelangt. Dinger getroffen? Nein. Sein, doch, oder? Doch, den Echo. Ich dachte, random, weil ich noch denkt, die schießen gleich durch die Mitte. Quatsch. Ich glaube, ich kann mir gerade vorstellen, was da los ist in dem Land. Happy ist der jetzt bestimmt nicht. Nichts aber gibt's. Das musst du dir verkneifen. Das hebt ja auf, bis gleich. Dann meckert PZ Idee wieder. Ja. Und der Detlef. Ich finde das auch nicht so. Du bist halt ein Irritator. Nee, es ist ja auch so. So. Aber irgendwie fahren die gekonnt aneinander vorbei, ne? Das liegt an der Map. Gibt's Fleisch. Gut's Schläsch. Ach, der Runde um Schläsch. Noch? Möchtest du noch einen Joghurt? Ja, gut. Ich auch, bitte. Möchtest du noch jemanden Joghurt? Ja, ich bin ich. Olli, gut. Ja. Ich bin mal mit WhatsApp. Hier so ein Benjamin-Blümchen-Joghurt zum Runterladen und Ausdrucken? Ja, genau. Da ist egal, alles her. Gib's einfach ins Faxgerät und schick's rüber. Du kannst dem Olli auch ein Stück Toastbrot vorlegen und er würde es mit Genuss verzehren. Nicht, wenn Joghurt oder Grießbrei oder sowas in der Nähe ist. Würde ich jetzt verschmähen. Nicht so schnell, ich esse noch Grießbrei. Not so fast. Das hat er original im Teamgefecht mal gemacht, glaube ich. Teamgefecht oder Bollwerk? Teamgefecht, was glaube ich. Sieht so ziemlich nach hässlicher CW-Taktik aus. Licht am Router, Olli, Benjamin Blümchen als Tierarzt. Oh oh. Bitte. In der Box. Oh, puff. Ja, aber die liegen jetzt in Sven. Oh, du Next. Die ganze Zeit abprallen. Naja, jetzt ist es ja, Eko biegt jetzt ab, genau. Ja. Aber der Schokokeks, der macht das schon richtig. Der hat gerade seine anderen beiden gesaved. Dadurch, dass er die ganze Zeit davor stand. Ja. Der ging in Dreck, Detlef, der ging in Dreck. Und jetzt ist der an der Johnny Roger Churchill 3 dran. Na ja, Peter macht jetzt erstmal den Detlef weg. Sidescrapen mit einer fahrenden Häuserwand, ich finde das immer faszinierend. Ich auch. Aber das funktioniert sogar, ich verstehe das nicht. Da funktioniert das. Sogar gut. Was, mit dem dicken Teil. Klar. Umsonst habe ich auf den Panzer nicht Steuerwand gedrückt. Das ist ein fahrender Häuserzug. Den nicht zu treffen ist schwieriger. Boah, den zerpflücken die ja richtig asozial. Der hat gerabbelt. Oh, joi. Das gab aufs Fressbrett, aber von der allerfeinsten Sorte. Den hat das Unentschieden noch im Magen gelegen. Ja, ich glaube auch. Wer schießt da unverschämt am Anfang an? Kacknob! Hat er richtig geschrieben. Kacknob! Was? Man
man spielt nicht mit uns, vor allen Dingen nicht, nachdem man reinschaut durch die Wette. Aber hier ist irgendwas unmöglich. Du stehst da mit der Schere und du kannst rechts von der Seite reinkommen. Da passt irgendwas nicht zusammen mit der Aufklärung dann. Keine Ahnung. Ey, das, da passt, ich finde das viel besser, nicht, dass mit so einem fahrenden Häuserzug Sidescrapen kann. Ja. Wenn ich die da hinten aufmache, wenn die aus der Schlachtergasse rauskommen, ich krieg sie auf. Und die stehen dann urplötzlich, wenn ich die Schere anhabe, rechts neben mir, dann passt irgendwas nicht. Wieso? Wir sind Detlef, kennst du das mit dem schwarzen Loch? Ja, ja, ich sag da nichts Loch zu. Map jetzt kennt das alles. Meine Lieben? Map kennt das und Detlef. Nee, das hat mit dem Map-Kenntnis nichts zu tun. Ist ja auch egal. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja, also. Wenn die Fläche offen ist, dann muss ich ihn sehen. Was mit Schere. Gemacht? Ja. Switched. Eintüten, wo ist der andere? Da. So. Mann, Achim. Was ist mit Achim? Ach, nix. Was ist denn los? Nix, ich hab grad nur nachgedacht. Ja. Oh. Maza, Lindariel, Stefan 99. Jo, das passt. Oh! Schau mal hier. Wer rübst denn da? Stößchen. Wo ist denn jetzt hier mein... Achso, ich selber fehle. Die haben nur blinde Heavys. Weiß ich jetzt nicht, ob ich auch mit dem T34 fahren soll. Ich denke schon. Nee, weil die Map ist zu klein, für, um den gut auszuspielen. So, alle fetch. Sehr ja, schön. Ja. Bist du auf unserer Seite? Ja. Ja. Wirklich, du bist über mir. Ich bin ganz unten. Du bist der Trottel, ey. Das sind fast 6 Stunden Turnier jetzt. Das stimmt allerdings, ja. Du fährst oben hin, wenn die dich da oben als Empfangskomitee begrüßen möchten, kommst du runter, weil der KV1 und ich, wir fahren rechts rum. Durch Dorf? Ja. Okay. Aber komplett außenrum. Über E9 oder was? Richtig. E9, D0? Nicht ganz so, mal gucken, wie die Stadt das zulässt. Ohne halt, ohne dass wir was kaputt machen. Aber wenn du runterkommst, dann tu mir den Gefallen und versuch's sicher zu machen. Ja, ich weiß, wie ich runterkomme. Ja. Ach, du Scheiße. Umdrehen und direkt zurück. Scheiße.
Jetzt nicht mehr. Toll, Munilager, Motor am Arsch. Ach genau. Jetzt ist es vor allen Dingen sauschwer. Du bist offen? Ich weiß. Aber die eine wird cappen wollen. Ne, kann ich nichts machen. Scheiße. Na egal. Noch zwei rausgenommen. Ach ja, Mann, noch wieder, ey. Das ist aber auch teilweise ein schwieriger Mist hier, ey. Na, Mike, du hättest vielleicht da oben, sobald du die aufgemacht hättest, gerade retour und dann wieder zurück, gar nicht erst hochfahren. Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Der hat mich schon. Dann stumpf Rückwärtsgang rein. Ich meine, das ist dann in dem Moment gehupft wie gesprungen, aber da ist es tatsächlich sinnvoller, wieder runter zu hüpfen. Aber okay, ich move euch eben wieder hoch, ne? User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Das ist aber nicht da. Gerade am Steak essen. Was? Was? Raus, dich. Lass mal das rüberwachsen. Anja, wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch vor uns. 1, 2, 3. Nur noch das nächste Spiel. Nee, 2. Wer muss denn dann noch alles spielen? 2. Team 4 gegen Team 1 und dann Team 6 gegen Team 7. Gut, dann bin ich gerade mal schnell die Waschmaschine machen. Ich hätte gerne 2 Kills auf meine Uhr. Ja. Und noch ein Kill auf meine Uhr. Ja. Nachdem der eine KV1 ist, dann anscheinend... Das der, konnte eigentlich nicht sein, aber gut. Weil der Martin, der ist erfolgreich bei mir öfter... Oder wer war denn das? Der dich gerammt hat, das war ich. Ah. Das war ich. Weil du hast nicht nur der, ja, nicht nur der Stefan. Eigentlich so gut wie alles, weil ich hatte am Ende, glaube ich, knapp 1000 bounced. Ja, ich hab schon 4-5 mal geschossen, halt. Abgeprallt ist. Stopp, genau, nicht alle abbauen hier. Dann wären wir nie fertig. Eben. Also 4 und 1 gehen runter, ja? Erstmal alle Zuschauer-Mode und die
sind, dann die in genau. Aber sie lassen sich noch essen irgendwie? Ja. Ihr müsst euch aber einen aussuchen, weil gegen Aufmannschaften kann ich nicht mitfahren. Hat gar nichts, oder? Nee. Ron, fährst du noch mit? Aus dem Bier raus, spielen sie zwei. Ja, geht klar. Du, das Wahnsinn? Wo muss ich jetzt hin? Da, wo zwei sind. So, ja, den Hackfleisch sind den überall zwei. Sind überall zwei, du so. User left your channel. okay. User left your channel. Ich helfe, wo ich kann, ne? Auf jeden Fall so gut du kannst. Ja, jeder in seinen Möglichkeiten, ne? Richtig. Prost, sag ich erstmal. Prost, ja. Was ist das? Muss ich mir auch gleich machen. Ich muss auch noch was zu trinken, Moment. Echt? Oh, ich hab noch ein Bier, was über ein Jahr alt ist. Will das haben? Nee, danke, ich hab ein frisches. Ist das dann Lager? So, alle mal fertig? Oh, Harry. Ja, das Einzige, was ich mir jetzt noch übers Internet bestelle, ist einmal Met. Gibt's bei uns nicht. Müsst ihr übers Internet bestellen in der Gegend. Den mit Tee. Met. Met. So, richtig, also, Met. Wir Honigwein. Klopfen, wir pusten, wir würfeln und haben eine I. Eine I. Was ist ein... Eine 6. Eine Geisterstadt. Ah ja, das geht doch noch. Ghost Ship. Wie du dich bei jeder Karte beschwerst, hast du die auch nie ausgesucht. Doch, ich mag die. Max I. Dich hätte ich noch glatt gekriegt, mein Freund. Hätte ich doch. Ende war doch. Schon ziemlich öde. Nö. War ja nicht der Plan. Niemals. Wer ist ein Gewinner? Ja, tut auch nicht. Gibt doch mal so einen Zwischenstand an, ja. Ja, solange bis der Ron sein Fahrrad ausgesucht hat. Also, meine Lieben, da muss ich mal gucken. In Führung liegen immer noch die Schokohäschen mit 19 Punkten. Hinterher snüffeln die Snüffelstücke mit 12. Clear, richtig. Und danach. Danach haben wir Schlappe mit 9. Mhm. 9? 9 10. Points. Wir haben 3 Siegen und 1 Unentschieden. Und 1 3 Ziegen und 1 Unentschieden. Macht 10. 3 Ziegen und 1 Unentschieden. 3 Ziegen, genau. 3 Ziegen und 1 Unentschieden. Dann habt ihr 10, seid aber immer noch Dritter. Komm mal. Aber für den Versuch kriegen wir noch einen mehr. Die Rohrpost hat 4. Das sind etliche Teams mit 4, glaube ich, ne? Ja, die starken Jungs haben 6, die Zerhacke haben 5. Das Krampfgeschwader hat auch 6. Mehr als die Rohrpost. Wolltest du mal so nebenbei? Genau, aber alles in allem sehr schön. Ja, gar nicht. So, wieder da. Ich dachte, weil er hat nicht mit mir gezockt vergangene Nacht, sondern mit irgendwelchen anderen Typen. Ja, das ist noch nicht meine Schuld. Was? Ich bin aufgeschlagen. Ja, ich hab dir gestern Abend noch gesagt, komm, wir gehen jetzt ins Bett. So um 3 rum. Komm, wir gehen ins Bett, morgen ist zu mir. Ja, okay. Ja. Und dann ruft die morgens. Ja, anstatt dass du mich mal wächst. Nein, wir lassen den guten Mann bis 20 vor 1 schlafen. Ja, klar. Also, wenn ich dich früher wecke und du weniger schläfst, dann bist du mehr ausgeschlafen. Was ist denn das für eine Mathematik? Hallo, das bin ich, das ist normal, das muss man nicht begründen. Ja, nein. Ich habe immer recht. Nein. Doch. Oh. Richie, noch? So, ne, da, den kannst du auch für nichts gebrauchen. So, sehr schön. Alle anwesend, alle haben einen Panzer und es sind nicht mehr als 3. Ich bin begeistert, dann geht's los. Jetzt. Wie der Mike vorhin gerade eben schon durchaus richtig festgestellt hat, wir sind bald in wenigen Minuten knapp 6 Stunden am Turnier dran. Oh, war ja. Weil die Leute alles am Trödeln sind. Ja, aber sowas von.
Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir seit 6 Stunden an Heiden Spaß haben, finde ich. Das ist richtig. Ich bin vor 20 Minuten mal aufgestanden und habe die Falten aus meinem Arsch geklopft. Das hat nicht so gemacht, du hast Falten am Hintern? Du müsstest das wissen. Normal nicht. Deswegen frage ich ja. Aber dem Stuhl kein Wunder. Ja, auch ich mal. Zum Sitzen, Bürostuhl. Ja, ja. Bürositzelement, wenn man so möchte. Das gibt jetzt auch einen großen Clash. Wenn dann einer links und einer rechts vorbeifährt. Oh, schon mal da. Kundschaft. Der hat aber schnell Rückwärtsgang drin, ist wieder. Ja. Hat keiner keinen getroffen. Oh, die trennen sich. Doch, ja, oh, ja. Ja, OI hat schon mal. OI hat OI getroffen. Ja, und das wird ein wichtiger so, der Treffer. Ja, ja. Bestimmt. Definitiv. Halbes Leben weggezeckt. Sehr schön. Den anderen getrackt. Ach, du stehst falsch. Kommt man denn am besten durch mit dem KV-220? UI ist raus. Unterwanne. Ja. Hast du gesehen? Unterwanne, Seite oder Heck? Alles oben wird rechts, muss ich die Luke oben. Ja. Die Luke oben geht noch. Oh je, oh je. Ja, das war aber gut gemacht. Nee, das war nicht gut gemacht. Das war ein eigener Kill vom AMX. Oh, oh. Der kriegt die goldene Ananas. Ja, mach ihn auf jeden Fall ganz den Kill aufschreiben. Also, ja? Ich mach jetzt auch 3 Kills. Geht das auch? Ah, nee, 2 geht so. Gib da einen extra Award. Oh. Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Doch, der Churchill. Gut angefangen, aber jetzt nach. Stark nach. Ja. Ich glaube, Silas wollte nicht mehr mit dem Teamkiller zusammenspielen. Der hat den Churchill. Ah! Ah! Oh, joi. Was war das denn? Wir sollten vielleicht dem, wie kann man nur so unfähig sein? Sag mal, Harry. Das war deine beste Harry, minus ein Kill plus Suizid. Respekt. Kriegt ihr jetzt den Kill eingerechnet, oder? Also, ich hab nur einmal grün und einmal schwarz, rot gesehen im Wechsel, dann hab ich drauf geschossen und da war der Ritchie weg. Ich hab einen Kill. Der hat doch gar keinen Kill, der hat mich dann jetzt weggemacht, guckt zu Harry minus 1. Oh, das ist ärgerlich. Ich habe den ELC im Eben, ne? Schieße und auf den OI platzt. aber komisch, ne? Aber ich hab den OI auch ja, den hab ich mir geholt. Der Rutschi hab ich bloß nicht mehr geholt. Danke. So, und jetzt das letzte Gefecht, richtig? Das letzte Gefecht der Gruppenphase bestreiten. Team 6 und Team 7. Die da heißen. Oh. Schon wieder. Ach du Elend. Wie gehen denn jetzt die Punkte aus? Machen wir gleich. Das heißt relativ gut. Wir machen es. Tatsächlich keine Punkte, sind Striche. Nein, das machen wir gleich. Anja, das machen wir gleich nach dem Gefecht. Ja, wir wollen jetzt erstmal pusten und lecken und klopfen und. Jetzt die Würfel weg. Nein, wir bleiben auf Geisterstadt. Der Würfel ist noch da. Ja, du hast jetzt doch nicht etwa den Mark gespielt, sondern nur 6 Würfel. Oh. Aha, alles klar. So, ich brauche jetzt nochmal die Kills von dem, abgesehen von dem vom Harry. Harry, minus 1. Ja. Minus 2 plus Suizid. Ich hab Silas, keinen. Silas, du hattest keinen? Ich hab Suizid. Ich hab schön viel Schaden gemacht, aber keinen Kill. Ich weiß gar nicht, mich hat der ELC, glaube ich, kaputt gemacht. Dich hat der ELC kaputt gemacht? Aber ich hatte, glaube ich, keinen Kill. Ich kann auch mal machen. Chris! Ich hab den Skull offen. Moment. Wer hat bei euch Nein, sonst den anderen. Da. Dom und.
aus. Na, Harry hatte einen, so ich hatte keinen, Silas hatte keinen, das heißt von euch kann irgendein. Von euch hat maximal einen Kill, weil Harry sich noch zerstört hat. Ja, das ja, selber. Ron hat den Kill gemacht. Ron, okay. Ron hat Silas gekillt, Punkt aus. Ja, chill. Kurz und schmerzlos. Ist nicht gefährdet. Nicht nur gefährdet. Vor allem ich sag durchgezogen. Noch, fahr nicht rückwärts, Batsch. Nicht rückwärts, macht man eher fährt rückwärts. Nee, es kann passieren. Man vor allem, das ist ja sag mal auch eine unangenehme Situation für einen AMX, weil du stehst ja alleine gegen als Popelpanzer gegen zwei Heavys, also da willst du nur weg. Ja. Den Arsch, er stand ja schon, er hätte ich gar nicht auf euch drauffahren brauchen. Einfach hinten lang weg, bis ihr im Cap gewesen seid, hätte er einmal noch resetten können, wäre alles gut gewesen. Da wäre es nur unentschieden. Ja, wäre wieder ein Punkt für uns gewesen. Ja. Ich so sind es drei Punkte. Aber er hat sich aber lieber auf die Bettung geschmissen. Ja, er meinte lieber rückwärts im Berg. Er wollte den Kill den anderen nicht gönnen. Sagen wir es so. Ja. Er hätte mich ja noch rausfratzen können, ich aber genauso wie ich. Ja, wir hätten besser in Heavy Reno dazu. Nein, das hat er vor lauter Selbstjustiz. Er konnte das nicht ertragen, dass er Ritual gemacht hat. Der Schuldgefühl hat sich von der Brücke gestürzt. Egal, es schafft auch nicht jeder. Harry, wenn uns jetzt ein Punkt fehlt, ne? Dann weißt du Bescheid. Irgendwo hat er einfach nur selbst, der Sitz gefährdet ist, dann holt er sich einen Kaffee. Harry, rauch eine, komm, mach das. Der arme Harry, der ist und kann nicht wegschauen. So. Sind wir denn schon alle durch? Fast. Danach, ja. Danach haben wir noch halb... Nein, ich meine, jetzt ne? Hat dann jeder seinen Panzer gewählt, dass wir weitermachen. Ja, ja, ganz nett. Andreas und Olli fehlt noch. Statt ein Clan-Treffen zu machen, können wir uns ja mal eine, keine Ahnung, eine Hub-Mitglied-Anstalt angucken. Den einen oder anderen würde vielleicht helfen. Es gibt genug Brücken, wo Harry runterspringen kann. Ich wohne auf dem Berg, da kannst du hinkommen. Da gibt es so einen ganz, ganz schönen, so einen ganz, ganz schönen Felsen hier. Oder meldet sich bei der Landwirtschaft, dann hat dann auch noch was Gutes. Wenn der am Weg ist, kannst du halt der fährt in Sachsenland auf der Bastille und springt da runter. Aha, so. Nein, wir haben alle Panzer gewählt und es geht in die letzte Runde. Der Tabeager. Ach, der Olli und der. Ja. Einmal so? Hier so. Einmal so. So ist das also. Ja. Und so gibt. So, dann schauen wir mal, was sie so fabrizieren. Fahren auf jeden Fall schon mal in zwei verschiedene Richtungen, wenn ich das richtig sehe. Jo. Obwohl, nee, die beiden Heavys fahren in die Mitte. Aber schön offen, oder? Sehen wir die nur? Nee, wir sehen die nur. Wenn du Leertaste drückst, siehst du die Sicht des Spielers. Auch wie er sich bewegt, aber dann hast du halt keine Steuerungsmöglichkeit mehr. Bei Su-85, sehr interessant. Blitzmerker. Ja, war welcher Marker? Ich weiß doch. Er schnüffelt vielleicht noch am Chlor rum und noch. Wer weiß, was. Nein, ich ergötze mich an meinem Sieg. Na, Quatsch. Wieso hat der Churchill eigentlich zwei Scherenfernrohre drin? Das ist ja. Doppelt hält besser. Wäre geil, okay. Oder? Ich hatte letztens sauer an, ich sag, mir steht ein Gegner gegenüber mit zwei Tarnnetzen. Geht nicht. Ich sag doch, der hat zwei Tarnnetze drin. Der Churchill hat auch APCR. Solange ich sie nicht nutze, ist alles gut. Eben. Darfst du ja mitführen, aber nicht benutzen. Jetzt hat er aber den Dingens gesehen, T34. Mhm. War ein bisschen spät für eine Schere. Ich hatte keine Schere an. Und ein KV1 gesehen. Aber der KV1 hat scheinbar ihn nicht gesehen. Das scheint so, ne?
Eine ist vierfach ausgeben, der Judge, oder? Ich will nochmal bezeichnen. Halt, 16. Jetzt hätten. Ja. Jetzt hat er ihn. Ja, er aber auch. Frag mich halt, warum er nicht einfach das Haus einschießt. Die zwei spielen übrigens um den Einzug ins Finale. Oh. Mhm. Und wer ist noch im Finale? Unser Schokohäschen. Aber gerade so. Gleich, jetzt ist er gleich Matsch. Schokohase fährt. Ja, glaube ich noch nicht, weil die Sus nämlich noch dahinter stehen. Die stehen eigentlich günstig. Ja. Danke. Das ist da, wo der Detlef mich immer mit meinem Jagdpanzer im Teamgefecht hingeschickt hat. Ja, genau dahin. Die ist gar nicht so verkehrt, die Prosi, weil du kannst dich ziemlich schnell droppen lassen, kannst aber auch extrem Damage austeilen. Nicht in die Ketten schießen. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum der Churchill nicht einfach das Haus vor dem wegschießt. Oder ist es ein indestructible House? Das ist nee, ein Haus kannst du da nicht wegschießen, eins bleibt stehen. Jetzt hat er aber wieder getroffen. Ja, jetzt nimmt er ihn raus. Oh. Ist zu hoch. Oh, nee, das war's. Schade. Schade, Schokolade. Gut, die Isu hätte eine weiter nach links fahren müssen. Ein Stückchen hat gewonnen. Ach, so. Invitation von Büchsenöffner an. Hast du eine bekommen? Der Basti. Der Basti. User joined your channel. Warten wir noch kurz auf die Schlappe, die Schlappe. User joined your channel. Wir noch mal nach Mana gesehen, mal gucken, ob die anders sind. Sind trotzdem schön eingeschaltet. Auf alle Fälle. So, Anja, dann hau doch mal raus, was die Punktevergabe betrifft. Wer im Finale steht, fang bitte von unten an. Von ganz unten? Ja, da weiß ich, steht mein Team. Genau. Das war die Rohrpost. Ja. Genau, die Sieger von hinten sind die Rohrpost. Die wir sind die Sieger der Herzen, so. Ehrlich? Wow. Nein, Quatsch. Ey, komm, dafür, dass... Also ich muss sagen, dafür, dass der Mike und ich jeweils in Teams auch schon waren bei den vorherigen Turnieren, wo wir eigentlich immer mal mindestens Zweiter geworden sind, finde ich das vollkommen okay, ich kann damit leben. Und ich finde, es hat Spaß gemacht. Aber, ja, davon mal abgesehen. Genau, also als nächstes käme dann der Titelverteidiger, dessen Titelverteidigerkollegen ihn verlassen haben, die teilweise Hackfleisch hackenden Zerhacker, der Sedi mit Unterstützung von ganz lieben Mitfahrern wie dem Chris und dem Richie, die ihn dann noch unterstützt haben. Juhu, vielen Dank an alle. Genau, danach hätten wir punktgleich tatsächlich die starken Jungs und auch die Krampfgeschädigten, das Krampfgeschwader. Wir teilen uns den Platz, Clef. Wir machen das immer so. Ne? Das ist ja mal cool. Seid ihr Sechster. Zusammen. Auf Platz 5. Genau. Nee, Platz 5. Platz 5 teilen wir uns, genau. Das sieht viel besser aus, finde ich auch. So, hä? Wir hatten jetzt 9 und, ach nee, 8 und 7 hatten wir. Okay, genau. Richtig. dann Platz 4. Ja, genau. Platz 4. Platz 4 müssten jetzt laut Zettelchen die Unfähigen sein. Mit ihren 9 Pünktchen. Die spielen deswegen auch um Platz 3 gegen die Schlappe. Ich hab gedacht, es geht über Kreuz. Na, am Arsch. Genau, am Arsch geht's über Kreuz. Genau, am Arsch geht's auch über Kreuz. Richie, wir haben dir da schon mal erklärt, denken ist bei dir nicht die beste Idee. Es tut dir meistens also nur weh. Partie, die jetzt nicht folgt, sind die Unfähigen gegen die Schlappe. Ihr könnt euch schon mal zusammenrotten. Und um Platz 1 spielen die Schnüffelstücke, die aktuell die zweitmeisten Punkte haben, gegen die Schokohäschen. Hört, hört. Okay. Wir machen das so schön nach Weltmeisterart. Nix geht's. So, und damit das interessanter gemacht wird, machen die Schokohäschen sich die Augen verbinden. Ja, genau. Ja. Das ist meistens auf den LANs, dass du hast einen, der spielt und die Augen verbunden hat und einer, der hinter ihm steht und sagt, wo er hinzielen muss. Jawohl. Okay. Mein Team passt nicht auf. Zicke, zacke, zicke, zacke. Karin? Ich geb kein Ui. Was?
User left your channel. User left your channel. User left your channel. Panzer auswählen. User left your channel. Was zieht sich hier? So, Boris, ich bedanke mich für deine Teilnahme. So, wir klopfen. Wir pusten. Wir drehen uns einmal im Kreis und haben eine 1. Nein, oh, Himmelsdorf. Also fürs Semifinale Himmelsdorf. Und für das Finale los ich dann aus. Ja, da kommt wieder ein Scheiß raus. Ich hab keinen Würfel. Nimm eine Kugel, schreib eine 2 drauf. Richtig. Nee, ich hab eine 7. Das ist das Unterwassergefecht. Ja, wir haben so. Keine 7 Karten. Doch, das ist das Unterwassergefecht, die 7. Atlantis oder was? Ja. Ja, das ist der Lake, weil da musst du nur in den See reinfahren. Ja, und wer als letztes übrig bleibt mit Blubbern, der hat gewonnen. Er kriegt den U-Boot Award. Einen goldenen Seetang. Ja. Bei mir war der Strom weg auf einmal. Oh. Das ist, wenn man unter Wasser fährt, ist der Strom weg. Dann hast du nicht bezahlt. Nee, das ist nicht. Die Sicherung ist aber auch nicht rausgeflogen. Das ist bedenklich. Das sag ich doch, Strom nicht bezahlt. Ich würde mal auf die Amplituden frettchen und die Strömlinge wieder in die Leitung tun, gell? Nicht draußen rumlaufen lassen. Dann hast du keinen Strom. Nee. Du musst so den Stromabfall aus dem Eimer wieder auskippen. Wenn der Eimer voll ist, geht der Strom auch nicht mehr durch. Ha. Scherzkeks. Was ist denn der Wand, der gute Herr Riebmann? Der hat die Kabel einfach ausgetrennt. Da sind die nun langsam mal fertig mit ihren Panzern, ja, gell? Wieso hat... Also Olli muss ja spielen. Bin ja naiv. Aber hier stimmt doch irgendwas nicht. Olli spielt doch nicht bei Basti zusammen, oder? Oh, warte, ich muss noch zuschauen. Könnt ihr mich mal wieder einladen? Bitte. Oh, gut. Silas, danke. Was war das jetzt, Richard? Ich hatte nicht auf Zuschauer gedrückt. Deswegen habe ich Silas danke gesagt. Was? Ach so. Ja, weil ich KV1 noch drin hatte. Silas hat's unten in den Chat reingeschrieben. Da sag ich hab Alzheimer mit meinem Alter. Was hast du dann? Ich hab einfach nicht aufgepasst. Ja, Jungheimer. Du hast das Alzheimer schon vergessen als Alzheimer, oder? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Was so, tun Sie hier? Der andere Jolly Roger, ist der noch anwesend, oder? Boris? Stupsen wir ihn alle mal an? Nein, nicht mehr anwesend. Hat er nicht gibt. Weil dann packe ich den eben runter. Hat auch desertiert. Gut, das heißt ja nur, dass er in der Garage oder so ist oder in den Anstellungen oder sowas. So, dann muss nur noch der Andreas seinen Panzer wählen. Das scheint ja immer ein bisschen bei ihm zu dauern. Ja, bis der zusammengeschraubt ist. Das ist beim Andi voll und ganz normal. Ja, ja. Er hat auch einen. So, fertig. Und es. Der rechnet immer erst alles durch. Und es geht los. Kleines Finale. Here we go. Mal um 10 Uhr an, damit der Andi. Oh Gott, da musst du Chris auch noch früher wecken. Wieso? Wer sagt, dass ich ihn wecke? Stimmt, ja. Genau, stell's mir auf die Kamera auf. Bett. Wenn's heute Nacht kacke ich dir auch ins Bett oder so, ey. Ja, wenn's da ist, wo du schläfst, mir das egal. Das wird drüber auf dich gelegt. Also ich werde mich über dir platzieren und die Wurst in dein Gesicht setzen. Du schläfst immer vor mir. Du schläfst überhaupt? Tja, das möchtest du jetzt gern wissen, ne? Na gut, ich weiß es, weil du manchmal schnarchst, aber... Ja, und ich wache manchmal von Tritten vors Schienbein auf. So ist es auch nicht. Das verstehe ich nun gar nicht. Oh, die Blindshots. Ja, gehen aneinander vorbei. Ich saß nämlich gerade auf dem Harry und habe gedacht, fuck, drei Dinger vorbei gezischt. Also ich bin nicht der Einzige, der keinen Strom hatte. Weil wenn ich gerade aus dem Fenster gucke, hat die halbe Stadt keinen Strom. Da haben aber ganz schön viele Leute keine Rechnung bezahlt. Nee, war so ein Elektronenloch, das wandert da einmal rum. Ja. Der halbe Klauer ist finster.
Der einzige, der noch leuchtet, ist ein Stück scheiß Turm. Oder wer Strom anbietet, ist einfach nur wie WOT einfach mal nach freien Verfügen Strom weg. Ja, und du kannst nichts dagegen tun. Kein ja, Revisionsrecht. Genau. Oh, das ist aber ganz schlecht, was die beiden. Telefon! Telefon! Meins diesmal nicht. Meins nicht. Ja, stimmt, sonst ist eigentlich immer der Detlef, der angerufen wird. Das klingt eher nach einem gepimpten Gameboy. Pimp mein Gameboy, oder was? Ja. So. Oh, ja. Oh, oh. Ey, ich hab noch zwei Stück davon hier liegen. Du auch? Wenn du immer geworfen hast, wenn du verloren hast, da war ein Loch in der Wand danach. Richtig. Ja. War ja auch ein Subunternehmen von Nokia. Genauso wie die alten Nokias. Ja. Ne, der Handy fällt ins Klo kaputt. Oh, 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 die sind gar nicht mal so dumm, die. Welche? Ja, Silas. Achso. Die Unfähigen. Ist ja dahinter. Wenn er treffen würde, ging es ja noch. Wieso, er trifft doch. Das Schöne ist, der bringt halt jetzt Verwirrungen ein. Jetzt müssten halt die beiden 220er vordrücken. Ja, gemeinsam. Jetzt müsste der Silas sich aber wieder verpieseln. Aber die sind mutig, ja. Die lassen den Harry wieder hinten dran stehen. Ja, wie gesagt, also sie müssten halt jetzt wirklich zu zweit einfach vorfahren. Weil die wissen jetzt gar nicht, was sie machen können. Sie lassen allein hier. Ja, eben, deswegen. Na, die haben wohl eine Idee, der Richie pinkt ja was an. Ja. Ja, wahrscheinlich wäre der zweite KV-220-2 jetzt durch die Mitte schießen, Mitte schicken, aber... Ob der Silas das so lange hält? Nee, ja, der Silas hat sich ja, wieder zurückgezogen. Vor allen Dingen sollten jetzt eigentlich mittlerweile alle Leute wissen, wo sie beim KV-220-2 hinzuschießen haben. Ja. Siehst du, dafür ist so ein Turnier gut. Oh, Sedi, müssen wir nochmal 6 Stunden spielen. Ja. Ja, schade, Sedi, dann guck dir jetzt mal ganz genau an, wo der Löwenbot die ganze Zeit die Schüsse hinkriegt. Dann weiß das. Warum haben wir überhaupt einen Bot in dem Team? Ja, der PZT-25 muss jetzt gegen KV-1 alleine kämpfen, das ist halt auch scheiße. Der fährt jetzt wieder hinten rum. Nee, ja, aber der KV-1 kommt ja darauf zu. Weil was das Beste jetzt wäre, wenn er den KV-1 rumzieht mit... Oh! Drei Leben lässt er ihm stehen. Das war eine HE, oder? Ich glaube... Nee, AP. Nein, war normal. AP, ja. Und links steht's, weil die Damage Panel hat. Aber wieso ist der so schnell da rum? Das ist jetzt... Naja, jetzt hat er aber dicken Support vom KV-222, ne? Der Andi fällt gut. Und klatsch. Noch keiner raus. Ja, die drücken jetzt auf den Richie. Anja, wie ist es eigentlich, wenn das jetzt unentschieden ausgeht? Geht's eine Sonderrunde? Gilt dann Most Damage oder? Eigentlich war es das letzte Mal so, ja. Ja, oder sind beide drin? PZT25 rausgenommen, aber was für ein Snapshot. Mhm. Aber der Andi, der Harry, der steht im Cap drin. Hm. Ah, der KV1 ist nah genug dran. Das ist richtig. Der packt das. Aber der kriegt hier schon mal der KV1. Jetzt hat der verloren. Oh ne. Ach nee. Die müssen sich jetzt so zu zweit ins Cap stellen. Ja, der andere KV1, wo ist der andere KV1? Ah, der macht die Pommesbude zu sich zunutze. Ist gar nicht so doof eigentlich. Nö, richtig doof eigentlich, weil du kannst durch die Pommesbude, so wie er gerade steht, aufs Munitionslager schießen. Na, warte, wenn man noch, halt, bis er unterstützt. Ich würde sagen, wenn man halt nicht hört, was abgeht und du siehst den nur hin und her fahren. Ja, das müsste doch durchgehen, oder? Nee. Nee. Also der Andi wird auf jeden Fall decappen können. Er wird es auf jeden Fall versuchen, sagen wir es so. Ja. So wie er steht, kommt er auch durch. Ja, decap. Und jetzt ist das Spiel durch. Jetzt erst den KV1, das ist der wichtigste Gegner jetzt in dem Moment. Nö, die können beide nicht mehr cappen. Oh. Wenn sie noch einen Decap hinkriegen. Dann fahr doch vor, fahr auf den KV1 drauf, der kann eh nichts machen.
Doch, kann er, wenn er wüsste, wo er hinschießen muss. Kriegt den auch nicht raus. Doch, jetzt. Na endlich. Nein, kann er nicht mehr raus. Hm. KV1 weiß er nicht, wo er hinschießen muss. Na, es ist schwierig, die richtigen Stellen jetzt in der Position zu finden, finde ich. Oh, schieß den raus, damit es nicht unentschieden ausgeht. Doch, Anja, die haben das bis jetzt sogar gewonnen. Der KV1 muss nur überleben. Ja. Die haben mehr Struktur übrig, ne? Sie haben vor allen Dingen 2 Kills gemacht. Ja. Was passiert jetzt? Ja, jetzt haben wir trotzdem einen. Warten wir kurz, bis alle da sind. Da fehlt ja noch. Alle beide sind Platz 3. Nein. Drückt gleich mal alle auf Zuschauer, dass wir das Problem dann nicht mehr haben. Ja. 700.100. 300. Jetzt ist Deadlift voll. Das sind schon 1300. Das sind 1500. So, warten wir noch kurz. Da fehlen immer noch 3. Die fröhlichen Zeitgenossen. 16, 12, 15. 15, 30, 15, 80, 89. Anja? Ja? Also Team Wartank hat insgesamt 1597 Schaden gemacht. Mhm. Das andere Team hatte 1300. Ja. Dann? So. Ja, ich muss ja gehen. 2 Kills sind ja auch sind mehr wert richtig. Wie ein Kill. Das ist durchaus richtig, egal, was, ja. Was für Schaden gemacht worden ist. Das ist richtig. Auch mit der. Ach, genau. Ja. Und deswegen gewinnt das Team 6 den Platz, spielt im Platz 3 und wird damit Dritter. Da fehlt aber noch so ein Schlatter. Warte, ich packe ihn gerade eben ein. So, da ist der Letzte im Bunde. Der letzte Schlabbe. Ja. Mensch, herzlichen Glückwunsch, ihr Schlabbe. Ja, jeweils danke schön. Einen Tag Premium für euch, kriegt ihr nachher im Anschluss ans Turnier. Ab wann läuft der Tag? Ab dann, wenn du ihn einlöst. ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also der ist nee, einlösbar. Genau. Andi, du bekommst eine E-Mail, da drin ist ein Link und da musst du drauf gehen und dort auf der Webseite einen Code eingeben. Hast du dann einen Button mit annehmen oder ablehnen. Ja. Ah, okay. Und sobald du es annimmst, dem Moment, wo du es annimmst, wird das auf dein Ingame-Konto aufgebucht. Genau. Ja. Und ab dann läuft es dann. Genau. Und ab dann läuft es dann, genau. Ja. In die 4. Holzmedaille? Ja, so ich. Am besten machen wir mal alle auf Zuschauer. Was haben wir gewonnen? Genau. Jetzt brauche ich bitte trotzdem nochmal die Kills. Wer hat Kilimanjaro gemacht eben noch? Einen habe ich gemacht, einen hat Olli gemacht. Ja, gut. Dann darf der Rest jetzt zurückziehen. Auf der anderen Seite. Anja, wie viel habe ich insgesamt heute gemacht? Harry. 6? Olli? Ich habe 6, nein, ich meine Kills. Ja, auch. Ja, 6. Nee, wir warten. Nein. Der Harry. Wir machen das mit den Kills, machen wir jetzt danach dem Finale, bin ich zumindest dafür, genau. Weil dann machen wir alles zusammen. Dann kriegt ihr auch alle großen Ergebnisse mitgeteilt. Jetzt erstmal Glückwunsch ans Team vom Schlappe, genau. Das schlappende Team. Glückwunsch für den 3. Platz. Und danke. Dann, ab jetzt hier Schokohäschen und Schnüffelstück. Genau, dann machen wir jetzt die Schnüffelstück Schokohasenparty. Mal die anderen zwei ihre Zuschauermodus wieder einnehmen. Genau, nachdem der Andi und der Olli ihren Zuschauermodus angemacht haben. Ja, weil Olli noch nicht hat, habe ich auch noch nicht. Schokohasen gehen jetzt los. Ja. Ich finde die Schnüffelstücke. Ein letztes Mal. Kurz bei meinem Bruder, mich Husten. Freuen. Gleich wieder da. Ciao. Alles klar. Oh nein. Detlef, was für eine Karte? Leg wie. Richtig. Ja, leck. So eine scheiß Karte. Leck mir mal. Richtig. Entschuldige. Ja, Entschuldigung. Halt die Ohren zu. Hä? Was? Also, so. Das hier ist. Ja, ist gut. Nichts Wichtiges? Nein. Ich seh aber nicht. Das ist der absolute Hammer, der Typ. Ey. Der macht mich fertig, der Kerl.
Ja. User left your channel. Ich sehe manchmal auch nichts. Ich ziehe die Brille auf. Ich habe aber nicht gedacht, dass ich bei euch noch so lange überlebt. Weil die ersten Schüsse sind bei euch durchgegangen wie Butter. Und der Rest seid ihr hier nur noch gebaut. Okay, davon habt ihr zu Aimbots ausgemacht. So, Richie, ich bitte um Trommelwirbel. Yep, sofort. Und jetzt unser angekündigtes Finale zwischen den Snivelstücken und den Schokohasen. Es beginnt jetzt. Das war mal eine geile Einleitung, oder? Was kaputt gemacht? Sind alle unsichtbar? Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Ach Gott, ach Gott. Mit dem Richie hast du eh mehr Spaß. Das ist so schön. Ja. Nee, selbst ein Kuhhaut, ne. Ich sehe aber nicht. So. Es wird wieder spannend. Das Gute ist, ich habe für beide Teams. Oh, 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 oh. Die fahren, also die. Also das Snivelstück fährt auf jeden Fall gerade mit der kompletten Heavy-Gruppe hoch. Das heißt, wenn Echo das mitkriegt, kann er campen gehen. Richie, ich brauch dich da mal, wie ich am Sand. Ich hol mir das auch. Infiziert. Ich hab die Seite schon da. Guck mal, der Panzer-Schokoladenkeks hat sogar ein Nummernschild hinten drauf. Steht 331 drauf. Wobei... Ich seh's nicht. Ach da! Das Snivel... Die Snivelstücke sind, glaube ich, auf defensiv ausgelegt, oder? Mhm. So wie das aussieht. Ja. Echo ist offen. Echo macht ja... Ron ist auch offen. Aber es geht doch gar nicht. Der Echo müsste jetzt normalerweise links hoch den Berg und dann kann er schießen. Oh. Aua. Eko muss jetzt links fahren. Also, Leon teilt ganz schön aus. Hm. Der KV-1 Ron, der ist also fast tot. Ach, ich habe eben auch mehr Schaden gemacht in den Teil. Jetzt kriegen die halt noch. Jetzt kriegen die halt noch richtig Ärger von hinten, ne? Mit dem T67. Der 67er kriegt aber schon gut auf die Schnauze. Ja? Ja. Rons Panzer sieht aus, als würde er gleich zusammenbrechen. Altersschwäche. Warum? Doch Abend, jetzt geht doch ins Bett gleich. Was ist denn mit deinem Film unten? Links mal weg. Was läuft denn jetzt unten? Ich wollte gerade sagen, beide vergammelt. Leo kriegt vom Ui um. Ne, beide leiden an Altersschwäche. Ja, und die leben halt einfach immer noch. Ja. Aber ich glaube jetzt. Abgeschoben, aber trotzdem mit dem Leben. Der Richard kriegt jetzt, glaube ich, aufs Fressbrett, der Ron auch. Oh oh. Boah, oh, der Ron überlebt es auch noch. Immerhin, der T67 ist jetzt raus, also. Sauber. Okay, Ron ist auch raus. Oh, oh, jetzt 1 oh, gegen 1. Oh, Panzerschoki. Gegen Basti ist nicht so leicht. Ach. Noi kann immer. Oh. Der hat gesagt. Das ist ein japanisches Haus. Das ist ein fahrender Häuserzug. Ja. Die Frage ist jetzt. Das ist ein Haus, was ich selbst verteidigen kann. Wenn er rankommen lässt, fährt über die Kuppe, ist er weg. Er ist weg. Jetzt kommt er. Und er nicht, sieht nicht, Panzerkicks. Ja! Da hat der Leon ihn einfach weggemacht. Einfach so.
Anja, du sagst, wo er ist und dann kommt mein Bot und dann hau ich noch was hinterher. Machen wir dann sofort, ja. Machen wir dann sofort. User joined your channel. User joined your channel. Glückwunsch. User joined your channel. Da fehlen noch welche, Moment mal. Da fehlen noch welche. User joined your channel. Glückwunsch an die ersten. Noch mehr User. Wartet. User joined your channel. User joined your channel. So, alle User wieder da. Richie, ich brauche jetzt deine Hilfe. Und zwar, die Sieger sind... Hasenpower. Zicke, zacke, zicke, zacke. Oi, oi, oi. Ja, der Champ. Und wer hat bei euch noch die Kills gemacht? Ja, beide ich. Alle drei Panzer Schoki. Beide der Basti. Nee, nee, nicht alle drei. Oder? Zwei selber eingemacht. Genau, ja. Warte, Nonno. Das ist richtig. Löffelstück gesetzt worden. Ja, das ist gesetzt worden. Ja. Selbsttätig entlüfte. In Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt. Genau so sieht's aus. Au, oh, richtig, Scheiß. Richtig. Ja. Genau. Die ist, ja, danke, Richie. mein goes to... So, tusch. Und zwar haben wir einmal den Not My Fucking Job Award. Der geht heute an den Harry, weil das war die beste Aktion des Tages. Gib's doch was. Harry, du kriegst eine Kleinigkeit nachher. Du kriegst nachher eine Kleinigkeit zugeschickt von mir. Und dann haben wir natürlich noch den Topkiller hier am Start. Wer möchte mal raten? Schoki. Panzer Schoki. Richtig! Lol. Wirklich, das kann doch gar nicht sein. Doch, kann es. Für dich. Du darfst in den Shop rennen und dir bis um die 15 bis 20 Euro einen Premium-Tank aussuchen. Den kriegst du nachher zugestellt. Das könnt ihr doch nicht machen, ey. Das können wir wohl. Du konntest ja auch die Leute killen. Das war ja wohl nicht unsere Schuld. Herzlichen Glückwunsch an alle. Team 2, ihr bekommt jeweils 3 Tage Premium und das Siegerteam jeweils 7 Tage Premium. Die dabei waren, die wissen das schon. Ich weiß auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar möchte der Eko seine Premium-Tage verschenken. Boah. Möchtest du das selber sagen? Das sehr merkwürdiges. Und zwar möchte der Eko seine Premium-Tage dem Silas schenken. Herzlichen Glückwunsch, Silas. Hä? Danke, nicht hä? Danke. Ui, Mann, oh Mäder, ey. Was kann der eigentlich? Naja, klar. Genau, danke. Okay. Mit Halt. Genau, bedanke mich recht herzlich, dass ihr da wart, dass ihr den Spaß mitgemacht habt, auch wenn er sich ziemlich in die Länge gezogen hat, weil wir irgendwelche Trödelfritzen haben, die Panzer erst zusammenschrauben müssen, bevor sie losfahren können. Andreas. Ja. Ein bisschen frisiert. Und einen passenden Schal zur Tarnung. Hat auf jeden Fall super viel Spaß. Ich möchte meine Premium-Tage schöne dir, meiner lieben Anja, spenden. Oh, was soll ich denn damit? Na, dreimal Dopsenrad verwenden. Also, ich schlag vor, den Ron als Sieger zu erklären. Käse. Warum meine Decke? Warum wenigstens den Peter rausgenommen hat. Ja. Nee, wie gesagt, also... Ich hab mich ja nicht umsonst da vorne hingestellt. Also... Wow. Ich wollte dann alle gehen. Möchte ich ja noch was sagen. Ja, noch noch eine Kleinigkeit vorweg. Und zwar finde ich es auch super, dass ihr dem ganzen Drumherum, Primbamborium, Tralala zugestimmt hat, wie jetzt zum Beispiel das mit Twitch, das ist halt auch nicht selbstverständlich und auch die Tatsache, dass es auch durch Teamausfälle oder halt Personenausfälle relativ gut ausgeglichen werden konnte,
weil da der ein oder andere Freiwillige auch da war, fand ich auch sehr schön von euch. Daran merkt man einfach, dass diese Gruppe, die jetzt hier gerade zusammen ist, sich auch verhältnismäßig gut versteht. Und ich denke mal, wir haben den Sonntag ansatzweise sinnlos rumgebracht und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem Vierteljahr wieder zum gleichen Turnier. Wenn überhaupt. Nicht zum gleichen. Das Turnier hat mir mein Billardspielen mit meinem Vater versaut. Tja, Silas, oh, schade. Selbst von doof. Billardspielen ist doch nicht so schlimm. Oh, leise. Ja, auch ein besonderer Dank an den Richie für sein wunderbares Soundboard, ey, das ist irre. Ja. Ich fürchte, das macht er auch immer wieder. So, Mike, du wolltest auch noch irgendwas loswerden. Ja, gerne. Sehr gerne, war schön, dass du da warst. Spiel. Ja. Gerne. Stopp. Wieder mit Mike, da Mike. Was haltet ihr davon, im April als nächstes Turnier zu machen? Das wird auf Dauer teuer. April? Am besten am 22.04. Das ist doch nicht möglich, dass es ist so schön. Danke dir euch für deinen Kommentar. Mike, wenn ich dann geboren bin, dann wird der versaut. Nee, also wir versuchen eigentlich das Turnier so im Quartalsrhythmus zu bringen, alle 3 Monate, weil es einfach ein gescheiter Zeitraum irgendwo ist. Aber Mike, ich mache dir einen Vorschlag. Am 22. April, wenn das bei uns auch einigermaßen läuft, fordern wir euren Clan raus zum Teamgefecht. Oh. Okay. Bin ich dabei. Auch gut. Was machen wir dann, Detlef? Teamgefecht. Ich hau weg! Super. Wollen wir gucken, entweder machen wir dann ein 8er-Team auf oder ein 10er-Team, kommt auf die Leute drauf an. Also fordern wir euch da an dem Tag raus. Okay. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Klingt interessant, auf jeden Fall. So, und jetzt für jeden, der noch Bock hat, 8er, 9er, 10er auf Midgard. In so. Verdammt nochmal Russen-Manier. Tschechen-Manier. Was? Also Christel ist einfach auch die Sau. Ja, mach ich mit. Ja. Ich mach mich schon mal einmal. Wenn ich Petten nehmen darf. Ich hab ja gesagt, 8er, 9er, 10er. Chris, was soll das? So. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Lass mal den mitspielen durften. Ja, auch in meinem Namen. Sehr gern. Und wir sehen uns. Fürchte ich auch. Nee, meine ich auch. Wir haben die Tage, haben wir den. Also gestern. Ja, so, dann bis zum. Auf jeden Fall. Also dann. Macht's gut. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.